Abendprogramm von der Gegenwartskonferenz Right Here, Right Now. Wir sind am ersten Abend. Wir haben morgen noch einen langen Tag mit vielen spannenden Workshops vor uns und dem Nachmittagsprogramm, einem Dialog mit Politikerinnen, die jetzt im Herbst bei der Landtagswahl kandidieren. Und Samstag eben mit dem letzten Tag, wo wir die Veranstaltung ein wenig auswerten werden. Aber heute Abend haben wir den goldenen Aluhut zu Gast mit dem Thema rund um Verschwörungstheorien. Und wir sind gespannt. Und dann würde ich gleich das Wort an Julia übergeben. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Julia Silberberger. Ihr kennt mich vielleicht aus den sozialen Medien oder aus der Presse mit meinem goldenen Aluhut, den Award für die Verschwörungserzählungen des Jahres. Wir sind also nicht nur eine Organisation, die humoristisch auf das Problem über Verschwörungserzählungen aufmerksam machen möchte, sondern wir machen auch ernsthafte Bildungsarbeit. Wie zum Beispiel heute Abend in zwei Vorträgen von meinem Mitarbeiter Rüdiger und mir, in dem wir euch erklären, warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen und wie kann ich meine Fakten ordentlich checken, damit mir das nicht passiert, dass ich auf eine Fake News reinfalle. Und damit das Ganze nicht nur ein Input-Abend wird, spielen wir auch noch ein Fake-Quiz mit euch und gucken, wie gut wisst ihr eigentlich Bescheid und was habt ihr vielleicht sogar schon gelernt. Aber damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, würde ich jetzt gleich in meine Präsentation starten und spreche mit euch über die Gefahren durch Verschwörungsglauben. Warum glauben Menschen daran und was macht Verschwörungserzählungen eigentlich so gefährlich? Doch zuerst noch mal kurz zu uns. Wir sind der Goldene Aluhut, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft aus Berlin. Also ich grüße euch aus Berlin-Charlottenburg. Uns gibt es seit September 2014. Da hatte ich nämlich die Idee, im Internet gibt es so viele verrückte Sachen, die sind so verrückt, die kriegen von mir irgendwann mal einen Preis, der Goldene Aluhut. Und genau das habe ich gemacht. 2015 haben wir den ersten Goldenen Aluhut verliehen, der Preis für die Verschwörungserzählungen des Jahres. 2016 haben wir die gemeinnützige Organisation gegründet, deren Geschäftsführerin ich heute bin. Und unsere Aufgaben sind Aufklärung, Beratung von Angehörigen und Betroffenen von Verschwörungsglauben. Wir machen Vorträge wie diesen hier, Workshops, wir will den Leuten zum Beispiel das Faktenchecken beibringen, Abendveranstaltungen und Shows. Jetzt in der Pandemie natürlich alles digital oder eben hybrid. Und die meisten von uns arbeiten ehrenamtlich. Rüdiger und ich sind die einzigen Angestellten. Und das ist er, der goldene Aluhut. Der Award, der inzwischen schon fast in die Popkultur eingegangen ist. Ich habe schon, und es ist veräumelt, falls ihr ihn seht, mein Kater, der schon fast in die Popkultur eingegangen ist und den wir natürlich auch dieses Jahr wieder vergeben werden am 30. Oktober im Heimathafen Neukölln in Berlin. Und das hier sind diese ganzen verrückten Sachen, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass wir von reptiloiden Herrschern kontrolliert werden, dass die Flugzeuge am Himmel Chemtrails versprühen, also dass die Kondensstreifen mit giftigen Chemikalien versetzt sind, die uns wahlweise krank machen sollen, dumm halten sollen oder schwulen Autismuskrebs auslösen sollen. Da gibt es die verrücktesten Geschichten. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, dass die Erde hohl ist oder dass sie flach ist. Da sind sich manche Leute selber nicht so ganz einig. Oder dass eine geheime jüdische Weltverschwörung die Geschicke der Welt lenkt, berühmte New World Order. Die Illuminaten, die Freimaurer, alles Mythen und Legenden aus der Welt der Verschwörungserzählungen. Sie sind wirklich bunt und verrückt und wie gesagt, wir beschäftigen uns seit 7 Jahren damit und es wird keinen Tag langweilig. Ich möchte diesen Vortrag mit dem Zitat eines großen Philosophen und Kochbuchautors beginnen. Das echte Problem in der Welt ist nicht das Virus, sondern das Dummheit. Nun, warum Herr Hildmann hier ein bisschen zu kurz denkt, das werde ich gleich mit euch beleuchten. Und gegen das Dummheit können wir natürlich auch gleich noch was unternehmen. Doch zuallererst die Frage. Zwar sprechen wir jetzt am heutigen Abend über Verschwörungsideologien, aber dem entgegen steht die Verschwörungshypothese. Und das ist überhaupt kein Geschwurbel. Sie enthält nämlich im Grundsatz
rational überprüfbare Aussagen über die real existierende Möglichkeit einer Verschwörung. Hier wird verifiziert oder falsifiziert, also bestätigt oder ausgesiebt und für falsch erklärt. Es ist ein wissenschaftliches Arbeiten. Es wird mit Evidenzien gearbeitet, mit Beweisen, mit tatsächlichen Fakten. Wie zum Beispiel Panama Papers, eine großartige Recherchearbeit der Süddeutschen Zeitung oder der Dieselabgasskandal. Dieser journalistischen Arbeit stand eine Verschwörungshypothese bevor. Also ist hier eventuell die Möglichkeit einer Verschwörung gegeben? Ihr seht, es kann also ein wissenschaftliches Arbeiten sein, es kann ein kriminologisches Arbeiten sein, ein geheimdienstliches Arbeiten sein, ein journalistisches Arbeiten sein. Verschwörungsideologien sind etwas ganz anderes. Sie sind Glaubenskonstrukte. Sie stützen sich oft auf Fake News und nicht belegbare Behauptungen und zäumen das argumentatorische Pferd von hinten auf. Sie stellen erst den Schuldigen fest und gehen dann mit Fake News und unbelegten Behauptungen dorthin, dass der Schuldige auch wirklich schuldig sein muss. Sie stellen grundsätzlich die cui bono-Frage, also wem nutzt das? Jetzt ist zwar follow the money, also folge dem Geld, ein gutes Konzept, um echten Verschwörungen auch dass man sie enttarnen kann oder zumindest einige Drahtzieher eventuell ausmachen kann. Allerdings ist es nicht das Hauptkonzept und es ist schon lange kein Grund dafür, zu sagen, einen Schuldigen im Vorfeld festzusetzen und dann die Argumentation dorthin zu führen, dass er auch definitiv schuldig sein muss. Meist ist in Verschwörungsideologien die Verschwörung durch eine weltweite Gemeinschaft gegeben, die sich untereinander gegenseitig kontrolliert und vernetzt und der immer wieder irgendwelche anderen mächtigen Drahtzieher überstehen, die da die Fäden ziehen, eben diese berühmte New World Order, die Weltverschwörung. Man verschwört sich auch nicht zu etwas Gutem, man verschwört sich zu etwas Schlechtem. Und meist auch mit illegitimen und fiesen Mitteln. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, dass sich jemand verschworen hat, damit jetzt das Krankenkassensystem besser aufgestellt ist, das Gesundheitssystem allgemein, dass wir mehr Geld in den Staatskassen hätten oder mehr Geld für die Bildung. Davon habe ich noch nichts gehört. Verschwörungsideologien funktionieren nämlich mit der Angst und einem negativen Gefühl. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam ein bisschen näher anschauen. Doch zuallererst, Verschwörungsglaube wird sichtbarer. Ich denke, das ist uns in den letzten Monaten der Pandemie bitter bewusst geworden. Und auch jetzt wieder in den letzten Tagen hatten wir bundesweit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Es ist eine sehr groteske Situation. Es ist auch so, dass Krisenlagen wie die Pandemie ein Katalysator sind für Verschwörungserzählungen, der sich zusätzlich durch Social Media sehr stark beschleunigt. Durch Social Media haben wir jetzt die Möglichkeit, Informationen in Echtzeit auszutauschen, was wir früher nicht hatten. Aber wir hatten schon in der Vergangenheit bei Krisenlagen Verschwörungserzählungen. Denken wir zum Beispiel ein paar hundert Jahre zurück, als die Pest in Europa wütete und behauptet wurde, Juden würden die Brunnen vergiften und so würde diese Krankheit sich verbreiten. Wir hatten ähnliche Verschwörungserzählungen, wie wir sie heute haben, zur Ebola-Epidemie 2014 bis 2016. Auch da wurde schon erzählt, dass Bill Gates uns mit Impfungen verchippen will. Wir hatten auch Verschwörungserzählungen zu Zeiten der Influenza A, der berühmten spanischen Grippe. Im Kalten Krieg waren sie ja en vogue. In Kriegszeiten sind Verschwörungserzählungen sehr oft gegeben. Also es ist nichts Neues, es ist kein neues Phänomen. Aber Social Media macht es sehr stark sichtbar, weil es jetzt so in den öffentlichen Fokus gelangen kann. Eine repräsentative Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Sommer 2020 hat festgestellt, dass ein Drittel der befragten Personen eine Weltverschwörung für möglich hält, unabhängig der Pandemielage. Das können wir deswegen sagen, weil diese Umfrage vor der Pandemie durchgeführt wurde und im Sommer 2020 eben erst ausgewertet veröffentlicht wurde. Jetzt hat man diese Umfrage 2020 erneut durchgeführt, um zu schauen, wie sich das mit den Daten gegeben hat. Und positiv überraschenderweise sind die Zahlen gesunken. Also weniger Menschen glauben an die real existierende Möglichkeit einer Weltverschwörung. Das finde ich sehr, sehr gut. Zeigt uns aber doch, dass Bewegungen wie QAnon und Querdenken viele Menschen auf die Straße bringen mit ihren Demonstrationen und so die Sichtbarkeit von Verschwörungsglauben zusätzlich verstärken. Und
beratende Organisationen wie wir oder die Sekteninfo NRW oder unsere Kollegen von der Amadeo-Antonio-Stiftung Exit, wie sie alle heißen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen von Personen, die wissen möchten, wie gehe ich mit meinen Angehörigen um, die bei Querdenken mitlaufen oder die mir erzählen wollen, eine Diktatur soll errichtet werden. Viele Menschen treten also jetzt mit ihrem Verschwörungsglauben nach außen. Das muss nicht zwingend heißen, dass sie diesen Verschwörungsglauben nicht vielleicht vorher schon besessen haben. Er wird nur sichtbarer. Kann euch also ein bisschen beruhigen, die verstärkte Sichtbarkeit von Verschwörungsglauben bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir in der Bevölkerung eine höhere Anfälligkeit haben. Die Umfragen von der Konrad-Adenauer-Stiftung haben uns gezeigt, dass das Vertrauen in die Fakten, in die Medienberichterstattung und in unsere Regierung in der Krisenlage sogar gewachsen ist. Trotzdem, dass es durchaus einige Kritikpunkte an unserer Corona-Politik gibt. Aber warum glauben Menschen das? Das ist eine sehr wichtige und essentielle Frage, wenn wir verstehen wollen, was wir gegen Verschwörungsideologien tun können. Erstmal, und das sehen wir auf unseren Straßen, ist dort eine Spaltung, die die Menschen verbindet. Sie verbrüdern sich für die große Sache und haben die moralische Panik, das Richtige zu tun. Denn sie fühlen sich unterdrückt. Sie sehen die Gefahr, natürlich, die auf uns zukommt. Aber ihre Bewältigungsstrategie ist sie, wahlweise komplett zu verleugnen, das Virus gibt es nicht, oder sie abzuschwächen, zu sagen, ja, es ist alles nicht so gefährlich. Es gibt aber eben auch den umgekehrten Part, dass man wütend wird und sagt, oh, da muss aber jemand dahinter stecken, der das alles eingefädelt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Situation aus dem Nichts heraus passiert. Da muss doch irgendjemand seine Finger drin haben. Und ich muss meine Mitmenschen vor diesen bösen Menschen beschützen. Also hat man diese moralische Panik, auf der guten Seite und der richtigen Seite zu stehen. Man hat auch diesen Revolutionsgedanken, wir Kleinen, das Volk, die sich gegen die Mächtigen dort oben auflehnen. Das gibt einem auch ein gutes Gefühl, etwas zu tun und aktiv zu sein in einer Situation und in einer Krisenlage, in der man das Gefühl hat, die Kontrolle schwindet zwischen unseren Fingern. Die Welt von Verschwörungsideologien ist in Gut und Böse aufgeteilt, in Schwarz und Weiß. Es gibt wenig bis gar keine Zwischenstufen. Verschwörungsgläubige sehen sich als die Erleuchteten und die Erwachten, diejenigen, die es begriffen haben, die ein besonderes, elitäres Wissen haben, das sie aufwertet und von uns anderen, die wir das halt eben nicht glauben, abgrenzt. Und wir, die wir das nicht glauben, wir schlafen noch und müssen aufgeweckt werden. Da sehen sie sich als die Krieger des Lichts, die gegen die Mächte der Finsternis antreten. Übrigens sieht man das auch sehr stark in den QAnon-Ideologien, die ja sehr auf diese Licht- und Finsternis-Narrative setzen. Also Trump, der Heilsbringer, der gegen die satanische Pädophilen-Elite des Deep State antritt. An solche Sachen zu glauben, die Kontrolle abzugeben, kann einen kurzfristigen psychischen Gewinn erzeugen. Es erzeugt die Illusion der Kontrolle, wenn man sie schon nicht hatte. Man kann die Ohnmacht, die eigene Ohnmacht abwehren und es von sich fortschieben, indem man die Schuld einer Gruppe oder einer anderen Person zuschiebt. Endlich kann ich was tun, ich kann auf die Straße gehen, ich kann andere Menschen aufwecken, ich kann über den Verschwörungsglauben sprechen oder mich einfach nur mit Gleichgesinnten zusammentun. Oder ich habe endlich eine Erklärung hierfür oder dafür. Warum geht es mir so schlecht wirtschaftlich? Warum komme ich nicht voran? Warum habe ich immer das Gefühl, abgehängt zu sein? Weil eine gewisse Gruppe von Menschen nicht möchte, dass es dir gut geht. Das ist eine sehr verkürzte Erklärung. Aber für sehr viele Menschen bedeutet dies eben, die Illusion der Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen, wenn man sie auf eine dritte Person oder eine böse Gruppe Menschen in Anführungsstrichen abschiebt. Verantwortung abgeben. Je tiefer man da drin steckt, und je sehr man sich an diese Sache bindet, desto mehr ignoriert man die Widersprüche, die daraus entstehen. Dann wird behauptet, die Regierungen wollen doch nur, dass wir das glauben oder die Lügenpresse muss doch so berichten oder ja, glaubst du denn alles und so weiter. Das ist alles so gewollt. Es wird verleugnet und ignoriert und die störenden Teile der Realität werden einfach ausgeblendet. Irgendwann ist der Point of No Return erreicht und die Person kann vielleicht sich selbst oder anderen gegenüber, aber auch vorzugsweise sich selbst gegenüber, nicht mehr eingestehen, sich geirrt zu haben oder einen Fehler gemacht zu haben.
Am Ende steht die vollständige ideologische Bindung. Und der Glaube an die Verschwörungserzählungen wird genauso verteidigt wie der Glaube an seinen Gott. Ab diesem Punkt spätestens, eher schon bei der Aufklärungsresistenz, ist die Diskussion mit verschwörungsgläubigen Personen mühsam bis gänzlich unmöglich und endet in Konflikten und Streitgesprächen, die eine Freundschaft oder eine Beziehung schlussendlich sogar zerstören können. Was uns dazu bringt, über die Gefahren für die betroffenen Personen und die Familien zu sprechen, denn das sind diejenigen, die unter diesem Verschwörungsglauben leiden. Die Person, die sich in die Verschwörungsideologien zurückzieht, findet dort eine neue Community und eine neue Gruppe, die sie annimmt, so wie sie ist. Man stößt den alten, etablierten Freundeskreis ab, weil man sich dort nicht angenommen, nicht wohlfühlt und nicht verstanden fühlt und geht dorthin, wo man das Gefühl hat, geliebt zu werden. Und das ist in der Regel die verschwörungsideologische Community. Dort ist man aber nicht so glücklich, wie man das vermutlich gerne hätte, denn Verschwörungsideologien basieren auf Angst. Angst vor Vergiftung, Angst vor Weltuntergang oder vor Diktatur. Diese Angst hält den Verschwörungsglauben am Leben und umgekehrt nährt der Verschwörungsglaube die Angst. Das ist ein Kreislauf, der sich selbst immer wieder anheizt. Aus dieser Angst wird Wut und Zorn und der Wunsch, aktiv zu werden, sich anderen Leuten anzuschließen. Wenn wir uns Demo-Streams anschauen von den Querdenken-Demonstrationen oder von anderen verschwörungsideologischen Demonstrationen aus der Vergangenheit, sehen wir dort sehr viel Wut und Zorn. Auch wenn sie immer von Liebe und Frieden sprechen, betrifft das meist nur ihre eigene Community. Ideologischer Missbrauch ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen in diesem Zusammenhang. Nicht nur bringt es Konfliktsituationen in der Familie mit sich, wenn der Glaube auf andere Personen übertragen werden soll. Man läuft auch Gefahr, innerhalb dieser verschwörungsideologischen Gemeinschaft in eine Art Guru-Gemeinschaft zu gelangen, in ein Abhängigkeitsverhältnis, ein psychisches Abhängigkeitsverhältnis mit den Inhalten, mit dem Zuspruch der Community, der einem Halt gibt und der einen an diesem Glauben weiterkämpfen lässt. Und verschwörungsideologische Communities sind leider prädestiniert dafür, Führungspersönlichkeiten auszubilden oder Gurus herauszubilden, wie das jetzt beispielsweise mit Michael Ballweg auch geschehen ist, als Anführer einer Gemeinschaft. Und auch selbst wenn er nicht mehr so aktiv ist und viele Ortsgruppen vieles selber in die Hand nehmen oder seine Offiziere, sage ich mal, vieles in die Hand nehmen, ist er für viele Personen in dieser Bewegung einfach doch der Held, fast Messias gleich. Und so hoch, wie man fliegen kann, kann man leider auch wieder fallen. Nicht nur als Guru, sondern auch als einzelnes Mitglied. Denn es gilt das Prinzip, wenn du nicht für uns bist, dann bist du gegen uns. Und dann ist man seine neue soziale Community, seinen neuen Freundeskreis schneller wieder los, als man denken kann. Und diese soziale Isolation, die vielleicht damit einhergehen kann, je nachdem, wie tief man sich an diese Community gebunden hat, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das auch eine große Gefahr ist für die betreffende Person, dass das große Gefahren birgt einer Depression oder anderer seelischer Erkrankungen. Ich möchte offen mit euch sein, ich selbst bin Sektenaussteigerin, ich bin 2007 bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen und ich weiß, wie schwer es ist, sich von einer guruartigen Community, möchte ich mal sagen, abzulösen oder von einer destruktiven Gruppe abzulösen, die seelische Macht über einen hat. Und das ist nichts, was man einfach aus dem Ärmel schüttelt. Das kann ein streckenweise sehr langer und sehr mühsamer und anstrengender Weg sein. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dass diese Familien Unterstützung erfahren, dass trotz allem zumindest auch ein rudimentärer Kontakt mit der betreffenden Person aufrechterhalten wird, sollte sie sich entschieden haben, die Familie zu verlassen. Denn wenn überhaupt jemand Zugang zu Personen hat, die in verschwörungsgläubige Communities abrutschen, dann sind es meistens diejenigen, die diesen Personen sehr nahestehen, die überhaupt schon eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen haben. Eine weitere Gefahr für den Einzelnen im Verschwörungsglauben kann sein, wenn man sich an nicht evidenzbasierte medizinische Behandlungen hält, wenn man krank ist, also sprich auf Quacksalberei vertraut. Evidenzbasierte Medizin ist nämlich das Gegenteil von Quacksalberei und Homöopathie und Kügelchen und Klingbim und anderen alternativmedizinischen Produkten.
MMS oder DMSO, das sind solche Sachen, die sind der Öffentlichkeit vielleicht nicht so ganz bekannt. MMS, das hat Trump empfohlen vor circa genau einem Jahr, als er davon sprach, dass Chlorbleiche ja doch durchaus helfen könnte gegen das Coronavirus. Das ist das berühmte MMS, das ist ein Mittelchen, das gegen Malaria helfen soll, gegen Krebs helfen soll, Autismus heilen soll, aber nichtsdestotrotz ist es doch einfach bloß eine Chlorbleiche, die man sich zusammen mischt. Damit kann man sich ganz fies vergiften, man kann auch daran sterben, wenn man es übertreibt. Das ist natürlich dann ganz besonders bitter, wenn gesundheitliche Schäden noch daraus bestehen. Aber auch die Gesellschaft und die Politik haben sehr darunter zu leiden oder erfahren Gefahren, wenn ganz viele Personen ihre Entscheidungen aufgrund von Emotionen und Fehlinformationen treffen, statt auf der Basis von Fakten. Jetzt in der Pandemie haben wir eine gesundheitliche Gefährdung anderer und eine erhöhte Gefahr für die Stabilität des Gesundheitssystems, wenn sich Menschen weigern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es gibt Studien, die uns zeigen, dass ca. 11.000 bis 19.000 Infektionen hätten verhindert werden können, wenn die Querdenken-Demonstrationen vergangenes Jahr in Berlin und Leipzig nicht stattgefunden hätten. Das ist eine beachtliche Zahl. Jetzt ist bald wieder Wahlkampf und nicht nur die Pandemie steht im Zentrum des Wahlkampfs, des kommenden Wahlkampfs, sondern extremistische Gruppierungen und verschwörungsideologische Randparteien, rechte Randparteien hoffen auf Zulauf und auf politische Macht. Es hat sich jetzt die Partei Die Basis gegründet, die antreten möchte und die aus Querdenkern und Verschwörungsideologen besteht. Unter anderem Ralf Ludwig, einer der führenden Köpfe der Querdenkenbewegung, enger Freund von Michael Ballweg und sein prozessführender Anwalt. Wir sehen also, dass sich diese Bewegung aus den Nischen des Internets auf unsere Straßen in unsere Politik bewegt. Diese Gruppen erzeugen durch ihre Präsenz und Lautstärke natürlich den Eindruck von Relevanz. Und dort, wo laut gerufen wird, da hören auch gerne Leute zu. Das halte ich eben auch für sehr gefährlich. Und als besondere Herausforderung ist das rechte und verschwörungsideologische und menschenfeindliche Gedankengut innerhalb unseres Landes, in unseren Behörden, in der Justiz, in den Truppen, Bundeswehr, Polizei, all dort finden wir selbstverständlich auch verschwörungsideologisches Gedankengut, denn auch dort arbeiten Menschen, die anfällig sein können für diese Dinge. Und dann die Umsturzfantasien, die umgesetzt werden. Wir haben es in den USA gesehen, die Erstürmung des Kapitols, oder bei uns hier in Deutschland im Sommer die Erstürmung der Reichstagstreppe. Ich möchte also mit euch darüber sprechen, wie sie sich in Gruppen radikalisieren oder zumindest der Zeit wegen ein kleines Beispiel hier nur bringen. Und zwar gab es 2015 schon mal einen Versuch, eine Reichstagstreppe zu erstürmen. Das Ganze hat sich in Social Media zugetragen. Damals waren die Friedensdemonstrationen noch so en vogue. Damals ging man bei den Montagsdemonstrationen auf die Straße und in der Kundgebungsgruppe auf Facebook hatte sich eben ein Grüppchen gefunden, das eine App geschrieben hat. Und da sagten sie, wenn Code 45 auf der App erscheint, dann stürmen wir los. Zeit, die Sache zu beenden, der Bundesregierung die Hölle heiß zu machen, Eier und Schaum mitbringen, 15 Uhr Washingtonplatz. Die Polizei Berlin hat es gelesen und hat auch entsprechend kommentiert. Wir kennen die ja, ne? Die sind sehr aktiv auf Social Media und schrieben, unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind auf diesen Aufruf vorbereitet. Wir raten dringend von diesem Treffen ab. Und genau das ist auch passiert. Das Treffen hat nicht stattgefunden, beziehungsweise es hat stattgefunden mit einem Bier auf einer Decke auf der Reichstagswiese. Aber wir haben gesehen am 29.08., was passieren kann, wenn sie die kritische Masse erreichen. Damals war das nur eine Handvoll Nazis, 20 Mann mit Bier. Aber am 29.08., waren es Tausende auf unserer Straße. Tausende, die reichsideologischem Gedankengut gefolgt sind, dass wir ein besetztes Land wären, dass unsere Regierung korrupt wäre und ferngesteuert wäre und gestürzt werden müsste. Und in rechten Kreisen ist das auch nichts Neues. Jedes Jahr um den 8. Mai herum, ist ja auch bald wieder, soll der Reichstag erstürmt werden. Das liegt daran, dass am 8. Mai 1945 die Wehrmacht kapituliert hat und es deswegen ein sehr geschichtsträchtiges Datum ist für die deutsche rechte Szene und ein Datum ist, in dem sie nochmal die Macht übernehmen möchten oder in dem diese Umsturzfantasien umgesetzt werden sollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr im Mai durchaus wieder Pläne organisiert werden, unseren Reichstag zu erstürmen. Wir haben gesehen, wohin das führen kann, wenn dem kein Einhalt geboten wird. In den USA haben Tausende
am 6. Januar 2021 dieses Jahr versucht, einen Putsch durchzuführen. Man kann es nicht anders sagen. Ich persönlich möchte es als Putschversuch bezeichnen, einen Umsturz herbeizuführen. Sie waren bewaffnet und sind ins Kapitol eingedrungen. Es sind Menschen zu Tode gekommen, weil tausende Verschwörungsideologien angehangen haben und versucht haben, die Macht an sich zu reißen. Unterstützt von einem demokratisch gewählten Präsidenten, der das gleiche Gedankengut in sich trägt wie dieser Teil seines Volkes. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Und wir haben hier einen Comic dazu, der das Ganze sehr schön illustriert. Er ist von 2019. Da sagt Donald Trump im Fernsehen, these are horrible, horrible people. Also das sind ganz grauslige Leute. Und er mit der Waffe sagt, I'll handle them, Mr. President. Ich kümmere mich darum. Der Zeit wegen muss ich leider ein bisschen kürzen. Aber wir müssen unbedingt noch über stochastischen Terrorismus sprechen. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was schlussendlich aus Verschwörungsglauben resultiert, gepaart mit Angst und Hass und Zorn und der Radikalisierung in Gruppen oder der einzelnen Radikalisierung, aber der Radikalisierung in Verschwörungsglauben mit menschenfeindlichem Gedankengut. Stochastik ist ein sehr sperriger Begriff für etwas, was man eigentlich als Zufall bezeichnen könnte. Zufällig deswegen, weil diese verschwörungsideologischen Online-Gruppierungen nicht wie klassische Terrorzellen organisiert sind. Hier findet keine Bewaffnung oder Rekrutierung durch ausgewählte Personen statt, dass jemand in WhatsApp-Gruppen geht, bei Schulen oder in Jugendverbänden und versucht, Jugendliche zu rekrutieren. Ist es auch niemand dabei, der die Waffen organisiert oder einer, der die Pläne macht und vorher was ausspioniert. Das ist das allgemeine Klima in diesen Communities, das dazu führt, dass Menschen zu diesem Punkt kommen. Es sind nicht diese typischen Einzeltätertaten, von denen die Presse oder die Politik oft spricht. Denn durch diesen Zuspruch und die Glorifizierung der Täter, durch das Tragen des gleichen Mindsets und das Tragen des gleichen Zorns in sich, können wir sagen, dass eine ganze Community an diesen Taten beteiligt ist, indirekt. Indem sie die Täter motiviert durch die Inhalte. Das ist eine gefährliche Dynamik. Dem können wir auch nicht entgegentreten, indem wir anfangen, die Inhalte zu zensieren. Denn sehr oft sind es keine Blogartikel oder einzelstehenden Postings mit widerlichem Inhalt, die die Personen radikalisieren. Das sind allgemeine Diskussionen, die sie führen unter Artikeln von der Welt, der Zeit, der ARD oder anderen etablierten Medien oder einfach ein, ich sag mal, gemäßigter verschwörungsideologischer Blog, der selber nicht zu solchen Taten aufruft, aber sich einfach über Umstände beschwert, die halt nicht existieren. Das trägt sich in einer Community. Und so kann es kommen, dass Einzelpersonen, die natürlich nicht rauszufiltern sind aus dieser Masse, dann zur Waffe greifen und solche Sachen passieren wie in Halle, in Hanau, in Wien, in Christchurch. Es ist eine riesengroße Herausforderung für uns als Gesellschaft, damit umzugehen. Es ist eine große Herausforderung für uns Aufklärer, die wir diese Szene beforschen, die Dynamiken und die Entwicklungen up-to-date zu halten und zu gucken, wohin es sich entwickeln kann. Für die Polizeikräfte und die Ermittler, die in diesen Communities vielleicht unterwegs sind. Das ist ebenfalls eine riesengroße Herausforderung, denn niemand von uns, und das ist das Tückische am stochastischen Terrorismus, kann sagen, welche Person diejenige sein wird, die dann schlussendlich für sich entscheidet, die angeprangerten Umstände mit der Waffe zu ändern. Deswegen müssen wir rechtzeitig anfangen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wir müssen, bevor irgendetwas passiert, aktiv werden. Prävention, Präventivarbeit, das ist das Mittel der Stunde, wenn wir mit Verschwörungsglauben tatsächlich effektiv umgehen wollen. Also, welche Gegenmaßnahmen haben wir? Fassen wir mal zusammen. Wir können den Einstieg verhindern. Mit ziel- und altersgruppenorientierten medienpädagogischen Angeboten. Das heißt, wer seine Fakten checken kann, wer selbst, und es gibt übrigens ein super gutes Gefühl, wer selbst überprüfen kann, ob etwas ein Fake ist oder nicht, der ist weniger gefährdet, auf diesen Fake hereinzufallen, eben weil er es oder sie es überprüfen kann. Hab die Mittel in der Hand und nutze sie. Und dazu müssen wir diese Medienkompetenz dorthin bringen, wo sie genutzt wird, wo sie gelesen wird. Das heißt, sie muss in Fachzeitschriften, sie muss in zielgruppenorientierte Zeitschriften, Bild der Frau, Bravo, Men's Health,
it for fun, was weiß ich, was es dann noch alles gibt, geliebte Katze, ja, denkt euch was aus. Sie muss dorthin, wo sie gelesen wird und sie muss angepasst sein an die Personengruppen, die sie lesen dann. Ihr werdet eure Medien bestimmt anders benutzen, als meine Omi sie benutzt hat. Und entsprechend müssen wir uns darauf einstellen und es anpassen. Medienpädagogik sollte übrigens ein verpflichtendes Schulfach werden. Das finde ich unheimlich wichtig. Wir müssen Personen dort abholen, wo sie stehen. Das heißt, wir müssen die Einstiegsgründe ernst nehmen. Welchen Mehrwert hat die Person davon, diese Sachen zu glauben? Sorgen, Nöte, Befürchtungen, Ängste, das müssen wir ernst nehmen. Viele Ängste kommen nicht aus dem Nichts, sondern sind berechtigt. Vielleicht ist die Person bereits in einem diktatorischen System aufgewachsen, in einer fundamentalistischen Sekte oder in einem diktatorisch geführten Land und hat deswegen Angst, wieder in so einer Fremdkontrollsituation zu landen. Wie gesagt, erinnert euch daran, was ich gesagt habe, die Kontrolle über sein eigenes Leben zurückzugewinnen. Und auch wenn es nicht mal eine tatsächliche Kontrolle ist, kann manchmal essentiell sein für die Menschen. Also nehmt sie bitte ernst, lacht sie nicht einfach aus, sondern fragt sie, wieso, weshalb, warum, wer, mit welchen Mitteln. Versucht in den Dialog zu treten. Wir brauchen für diejenigen, für die es zu spät ist, in Anführungsstrichen, um noch einen faktenbasierten Dialog zu führen, mehr Beratungs- und Anlaufstellen, vor allem für die Familienmitglieder von diesen gläubigen Personen. Wir brauchen mehr Monitoring und Forschung und Überwachung der Szenen und Gruppen. Da hilft es übrigens nichts, die Inhalte zu zensieren und die Gruppen bei Facebook zu löschen oder was weiß ich. Da können wir mal 5 Minuten drüber lachen, dass eine Schwurbelgruppe weg ist. Aber tatsächlich haben wir uns damit ins eigene Knie geschossen, weil wir uns nämlich die Forschungsgrundlage entzogen haben, diese Szene zu überwachen. Nehmen wir ihnen ihre Plattform, dann gehen sie dorthin, wo keine Forschung stattfinden kann. Dann gehen sie auf private Server, auf ausländische Server, dann setzen sie sich hinter Login, wo man extra freigeschaltet werden muss. Dann müssen Organisationen wie wir tatsächlich echte Geheimdienstarbeit machen und V-Leute einschleusen. Und ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck der Sache ist. Und natürlich brauchen wir ein bisschen Geld, denn auch wir leben nicht von Luft und Liebe. Und es ist ganz wichtig, dass wir alle als Gesellschaft Haltung zeigen und Gegenrede leisten. Wann immer uns Verschwörungsglaube begegnet, sagt Nein zu Antisemitismus, zu rechtem Gedankengut, zu Geschwurbel über eine jüdische Weltverschwörung oder einen Bill Gates, der uns verchippen möchte. Aber tut es mit Respekt. Und bevor Rüdiger euch nachher zeigen wird, wie das funktioniert, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Das ist der Comment-Cookie. Bringt eure Kritik vor wie einen Keks. Das ist immer super. Umhüllt mit Schokolade. Das heißt, ihr fangt an mit der positiven Aussage, macht ein Kompliment, wie zum Beispiel super, dass du dir Gedanken machst um unsere Umwelt oder unsere Gesellschaft oder was auch immer. Also fang freundlich an. Dann bring deine Gegenrede, konstruktive Kritik und sagen, also respektvoll sagen, ist auch, das stimmt nicht, aber ich habe das ja recherchiert, ich habe folgende Quellen gefunden mit folgender Aussage. Fasst das gerne noch in eigene Worte zusammen, denn das zeigt, ist auch eine Form von Respekt, wenn man sich die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben und die Person sieht, du hast es mit deinen eigenen Worten geschrieben, hast nicht einfach nur etwas kopiert und eingefügt. Und dann schließt du positiv ab, wünschst der Person einen schönen Tag oder stehst gerne nochmal für weitere Diskussionen zur Verfügung. Allerdings hast du auch jederzeit das Recht, und auch das kannst du gerne tun mit Respekt, die Diskussion abzubrechen, wenn du merkst, dass sie in ein konfliktbehaftetes Gespräch abrutscht und dass ihr euch nur zerstreitet, dann brecht es ab. Das ist es nicht wert, dass eine Freundschaft daran zerbricht. Lass es erstmal liegen. Du bist auch nicht immer verpflichtet, sofort zu antworten. Du kannst dich auch erst informieren und schlau machen über das Thema, damit du auch wirklich gut und fest im Diskussionsboden stehst. Und dann nochmal in die Diskussion gehen und die Person ansprechen und sagen, du, wir haben uns doch kürzlich darüber unterhalten, wie das mit den Impfungen ist und du hast mir da diesen Link geschickt. Ich habe mir das nochmal angeschaut und ich habe rausgefunden, dass es so und so und so und so ist. Wollen wir uns nochmal darüber unterhalten? Wie gesagt, mit Respekt und Empathie kommt man wesentlich weiter als mit Totschlagargumenten wie du Aluhut. So. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet noch wesentlich mehr Informationen auf dergoldenealuhut.de, bei Facebook beim Goldenen Aluhut, unser Zugpferd, bei Twitter beim Goldenen Aluhut. Ihr findet uns bei YouTube beim Goldenen Aluhut. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich jederzeit unsere kostenlose Broschüre Verschwörungsideologie und Fake News erkennen
und widerlegen, bei uns auf unserer Webseite herunterladen oder kostenlos im Shop bestellen. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, sehr schön. Ich würde eigentlich fast sagen, falls keine Fragen sind oder Anmerkungen sind zu meinem Vortrag, Rüdiger, wollen wir ein Quiz spielen mit den Leuten? Ja, das können wir mal so machen. Ich fange mal an. Ich habe hier eine Präsentation, die ich jetzt mal freigebe. So, jetzt solltet ihr was sehen. Also, Sache ist ganz einfach. Es geht um Daumen hoch oder Daumen runter. Da kann man ja irgendwie ein Ja oder ein Nein in den Chat schreiben. Und ich stelle einfach mal an, die Fragen zu stellen. Oder vielmehr, Julia? Ihr könnt jetzt einfach mal mitraten. So, Entschuldigung für das Technikchaos. Ihr könnt zu Hause jetzt natürlich mitraten, ob das stimmt, was wir euch jetzt hier für Fragen stellen. Ich stelle mein Mikro in die Mitte, dass der Rüdiger damit reinsprechen kann. Ich werde euch die Fragen vorlesen, dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit. Das ist natürlich fies, ihr habt die erste Frage schon, ne? Jetzt könnt ihr schon vorraten. Und dann ratet ihr einfach, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Wenn ihr hier in unserer Zoom-Konferenz seid, schreibt gerne eure Antworten in den Chat. Schreibt einfach Ja oder Nein und am Ende lösen wir auf. Hat es gestimmt, hat es nicht gestimmt? So, let's do this. Die erste Frage. Stimmt es, dass in der chinesischen Stadt Wuhan, wo das Coronavirus als erstes ausgebrochen ist, auch 5G getestet wurde, also das coole neue Handynetz, was uns angeblich bekloppt machen soll und was uns das Coronavirus gebracht hat? Stimmt es oder stimmt es nicht? Was meint ihr? Na, Rüdiger, löst doch mal auf. Jetzt? Okay, ich löse mal auf. Nein, da kommen ganz viele Nein. Super, ihr seid klasse. Ihr sagt Nein. Ha. Ja, also das ist halt so einfach ist das dann nicht. Also es gehört zu den ersten Verschwörungserzählungen, die wir überhaupt kennengelernt haben im Zusammenhang mit Corona, dass die Krankheit nicht durch das Virus, sondern durch diese 5G-Masten verbreitet würde. Das Argument dafür war halt, dass die Krankheit zuerst in diesem Testgebiet dort ausgebrochen sei. Also naheliegende Vermutung, aus deren sich dies behauptet haben. Aber mal unabhängig davon, dass es physikalisch und biologisch überhaupt nicht möglich ist, dass solche Symptome durch Funkmaststrahlung ausgelöst werden, waren da nur eine Abdeckung von ca. 10%. Also das war zu der Zeit, selbst da hätte es nicht funktioniert. Also von daher kann man sagen, kleine Fangfrage, ja, es wurde da getestet, aber es kann natürlich aus verschiedensten Gründen gar nichts damit zu tun haben. Sehr gut. The next question. Es wird ja immer behauptet, Deutschland ist nicht souverän, weil es mit den Siegermächten immer noch keinen Friedensvertrag geschlossen hat und dass wir uns so gesehen rechtlich immer noch im Zweiten Weltkrieg befinden. Was meint ihr? Stimmt es? Haben wir einen Friedensvertrag und so weiter und befinden wir uns noch im Zweiten Weltkrieg? Ihr sagt, wir haben keinen Friedensvertrag. Spannend. Einer sagt, das ist falsch. Sehr gut. Rüdiger, löst doch mal bitte auf. Also, ein Friedensvertrag ist völkerrechtlich eigentlich auch nicht nötig, um Krieg zu beenden. Es reicht, wenn man einfach mit den Angriffen aufhört. Das wird schon als solches gewertet. Aber abgesehen von der ganzen Entwicklung, die die beiden deutschen Staaten mit der Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft etc. und der Anerkennung von den Vereinten Nationen schon durchlaufen haben, hat spätestens am 12. September 1990 dieser 2+4-Vertrag alles wieder so hergestellt, ohne jegliche Einrede von irgendwelchen anderen Staaten und uns die volle Souveränität zurückgegeben und garantiert. Und selbst dann, wenn es einen Friedensvertrag gegeben hätte, wäre der dadurch ersetzt worden. Also wir sind definitiv vollkommen souverän und im Frieden. Also lasst euch keine Reichsbürgergeschichten erzählen von einem nicht souveränen Land. Friedensvertrag ist, wie gesagt, nicht nötig, um einen Krieg zu beenden. Wenn ihr weitere Informationen zu Reichsbürgerideologien wünscht, haben wir auf unserer Webseite dergoldenealuhut.de bei Downloads. Übrigens einen Reichsbürgerleitfaden, umfangreich.
Reich, in dem ihr euch alle Informationen über das Reichsbürgergeschwurbel nochmal nachlesen könnt. So, nächste Frage, lieber Rüdiger. Den Friedensvertrag, also den 2+4-Vertrag, den gibt es auch online komplett im Original zu sehen und da kann man sich mal durchlesen. Ist spannend und lang. Coronaviren sind seit vielen Jahren bekannt, also sind die gar nicht neu. Stimmt das? Sind Coronaviren gar nicht neu? Was meint ihr? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Die Antwort viele Leute, dass es stimmt, finde ich sehr, sehr gut. Rüdiger, die Auflösung bitte. Ja, also ist auch wieder eine kleine Fangfrage. Natürlich Coronaviren, das war ja am Anfang auch so ein Missverständnis, das ist eine Familie von Viren, die Coronaviridae. Und die kennen wir seit den 60er Jahren. Die wurden auch als erste überhaupt in unserem Elektronenmikroskop mal abgebildet. Deswegen ist das Symbolbild eines Virus auch so eine Kugel mit den netten Spikes drum. Dieser Kranz, diese Krone, namensgebend für Corona. Bei den Menschen verursachen diese Viren, oder die wir bis jetzt kannten, Erkältungskrankheiten, normale Erkältung halt zum Beispiel. Aber drei von denen sind besonders aggressiv, SARS-CoV und MERS-CoV. Und dann jetzt auch dieses neue Virus, das zuerst 2019 nCoV, wie Novel Coronavirus genannt wurde, Jahreszahl davor, Jahr der Entdeckung. Und dann hat man gesehen, es ist ganz ähnlich zu SARS-CoV und deswegen hat man SARS-CoV-2 genannt. Und für uns Menschen ist dieses Virus komplett neu. Wir haben keine Resistenzen dagegen, deswegen konnte die Pandemie ja auch so einschlagen. Und auch da wir für das Virus komplett neu sind, weiß das Virus auch gar nicht, also weiß, wissen in dem Sinne, also dringt es einfach in den Körper ein, reproduziert sich da, wo es das erste Mal eine Schleimhaut findet und macht dabei leider alles kaputt, was so gerade im Weg steht. Und das fällt uns gerade ziemlich auf die Füße. Also Coronaviren definitiv ein alter Hut. So, Bill Gates soll ja angeblich 2015 schon von der Pandemie gewusst haben. Wird zumindest im Internet behauptet. Stimmt das? Meint ihr, der hat 2015 schon von der Corona-Pandemie gewusst? Sehr gut, ganz viele Neins. Sehr, sehr gut, niemals, jawohl, ja. Ist natürlich vollkommen richtig, nein, er hat nicht davon gewusst. Was da ganz gerne so ein bisschen verdreht und verwuchselt wird, ist die Tatsache, dass er einen TED-Talk gehalten hat. Einen TED-Talk, so eine Bühne halt für Speaker-Statements. Und da hat er auf die Gefahren einer Pandemie hingewiesen, weil es ging darum halt, was könnte der Menschheit jetzt gefährlich werden oder was ist das größte Problem? Und das ist nun mal eine Pandemie, noch gefährlicher als Kriege. Und die Chance, dass uns eine Pandemie kalt erwischt, hat er damals schon gerade darauf hingewiesen und gesagt, wir müssen uns vorbereiten, zusammenarbeiten, damit wir dann geschlossen dagegen agieren können. Hat er leider irgendwie recht gehabt, aber er hat natürlich gehofft, dass so etwas nie passieren wird. Gut, die nächste Frage. Beim Corona-Test wird mit dem Teststäbchen die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen. Und deswegen ist der Test auch so schmerzhaft. Was meint ihr? Stimmt das oder ist das Geschwurbel? Was für eine Schranke, bitte, fragt hier jemand. Ihr sagt natürlich vollkommen zu Recht, dass das ausgekochter Blödsinn ist. Rüdiger, die Antwort bitte. Lol. Also mal ernsthaft, nein, natürlich, nein. Die Blut-Hirn-Schranke ist eine Basis, die gibt es tatsächlich, aber das ist so eine Barriere auf Zellebene. Es geht darum, dass gewisse Stoffe nicht ins Gehirn dringen sollen, eben um das Gehirn als wertvolles Organ zu schützen. Und das ist ein Filter, halt, der bestimmte Substanzen nur passieren lässt. Sie ist aber keine Mauer, die man jetzt irgendwie durchstoßen kann. Also um aus dem Bereich, Rachenbereich oder Nasenbereich ins Hirn zu gedrangen, da braucht es einen Schädelbasisbruch und das geht nicht mit einem Wattestäbchen. Nicht wirklich. Absolut korrekt. So, die nächste Frage bitte. Die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 sollen kleine Nano-RFID-Chips enthalten, die beim Spritzen in den Körper gelangen. Stimmt das? Werden wir beim Impfen gechippt oder ist das Blödsinn? Ja, nein. Also das ist schon natürlich richtig. Ja, da schreibt auch jemand, er merkt noch davon nichts. Also das ist so eine Sache halt, ob man jetzt dann schon die Windows-Updates frei Haus bekommt. Nein, nach dem heutigen Stand der Technik gibt es natürlich Nanochips. Und es gibt auch subkutane Chips, also Chips, die unter der Haut implantiert werden. Jeder kennt es von Haustieren.
Ihren Katzen sind gechippt, die Dinger sind groß wie Reiskörner. Das kleinste Exemplar ist so groß wie ein Viertel Quadratmillimeter, 0,4 Millimeter Kantenlänge. Aber was kann das Ding? Es kann sich eine Zahl merken, 38 Stellen, und braucht zum Aktivwerden, zum Auslesen, braucht es noch die Energie des Lesegerätes, genau wie man ein Handy halt ranführt und auf einer Ladeplatte lädt. Da passiert also nichts. Gedankenkontrolle ist da jetzt auch noch nicht mal in großer Technik. Geschweige denn in Nano. Also totaler Blödsinn. Nächste Frage. In Masernimpfstoffen sind Substanzen enthalten, die den Verdacht stehen, bei Kindern Autismus auszulösen. Was meint ihr? Stimmt das? Kriegt man Autismus vom Masernimpfstoff? Absolut richtig. Rüdiger. Ja. Also, das ist eine ganz lange und tiefgehende Verschwörungserzählung, dass nämlich die Sachen Autismus auslösen. Nein, muss man sagen. Das geht zurück auf das Gerücht auf den ehemaligen britischen Arzt Andrew Wakefield. Der hat nämlich 1998 eine Studie veröffentlicht, in der belegen wollte, dass Impfen Autismus auslöst. Dann hat man sich das näher angeschaut und hat herausgefunden, dass er eigentlich nur 12 von ihm speziell ausgewählte Kinder untersucht hat und die Ergebnisse am Ende immer noch gefälscht hat. Außerdem wäre diese Studie, so wie er sie durchgeführt hat, wegen der Behandlungsmethoden nie von irgendeinem Ethikgremium genehmigt worden. Sie wurde daher als wissenschaftliche Fälschung entlarvt und von dem Magazin The Lancet, großes führendes Medizin-Wissenschaftsmagazin, wieder zurückgezogen. Wakefield verlor seine Zulassung und es wurde klar, dass er das für dieses Studienergebnis auch Geld erhalten hat. Einige 100.000 Pfund, glaube ich, von einem Anwalt, der diese Studie nehmen wollte, um halt Gerichtsverfahren zu bestreiten und selbst sich dadurch zu bereichern. Und was wichtiger ist, man hat natürlich sich das angeschaut. Das war schließlich eine Studie in The Lancet, da guckt man drauf. Die Wissenschaftswelt hat sich das 23 Jahre lang seitdem halt angeschaut und zuletzt eine ganze Generation in einer Metastudie von Dänemark untersucht. Das sind Hunderttausende von Kindern und es ist kein Zusammenhang in irgendeiner Form jemals da aufgetaucht. Also klares Nein. Anfangs sollten wir den Mund-Nasen-Schutz nur tragen, um andere nicht zu gefährden, falls wir infiziert sind. Macht Sinn. Später hieß es auf einmal, Masken schützen auch die Person, die sie trägt. Stimmt es überhaupt? Denn auf der Verpackung von FFP2-Masken steht doch drauf, dass sie nicht vor Viren schützen. Haha. Tricky. Also, stimmt es? Du hast gebastelt. Ja, ich habe gerade... Rüdiger hat gebastelt. Okay. Ja, gespoilert. Ihr seid so gut. Aber ihr wisst das auch so. Richtig, genau. Eingeordnet. Ja, es ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie sich so Wissenschaft weiterentwickelt, weiter informiert, wie neue Daten halt zutage kommen. Und am Anfang hatte man noch keine Erkenntnisse, wie sich so eine Maske halt im Alltag so verhält. Dann gab es die Untersuchung und da kam halt raus, dass es auch einen gewissen Selbstschutz bietet. Und diese Sache mit, dass sie nicht vor Viren schützen, das muss draufstehen, weil dann müssten sie zu 100% schützen. Und das ist halt nicht der Fall. Und von daher ist es vollkommen egal, wie stark oder schwach die Maske jetzt schützt. Im Moment brauchen wir alles, was wir kriegen können. Und wenn dann auch eine FFP2-Maske vielleicht nicht ganz sitzt, ist es immer noch besser, als wenn man gar keine trägt. Also ich sage immer so ganz gern, das Argument, dass das Tafelwasser nicht schmeckt, ist kein Grund, aus der Kloschüssel zu trinken. Und bevor du weitermachst, Rüdiger, wir haben doch auch immer so ein super gutes Beispiel mit dem Tennisball und dem Netz, mit dem Virus. Genau, ja, es ist, die Poren sind relativ groß, das Virus ist viel, viel kleiner. Also erstmal, Viruspartikel kommt selten allein. Der haftet irgendwo am Aerosolteilchen und hat ein viel größeres Konglomerat und semmelt irgendwo gegen die Ränder einer Pore, garantiert. Und die paar, die durchgehen, das ist halt der Grund, warum halt nicht draufsteht, 100%. Aber es reicht immer noch, ja, man wirft Tennisbälle auf ein Netz, es gehen auch nicht alle durch, auch wenn der Ball theoretisch da irgendwie durchgehen würde. Ihr könnt es ja, wenn ihr wollt, ganz gerne mal versuchen, Bälle durch ein Netz zu werfen und zu gucken, wie eure Trefferquote ist. So, die nächste Frage bitte. Jetzt ja, will er nicht. Genau. Viele Menschen haben Angst, dass mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie unsere Regierung eine Diktatur einführen möchte oder dass sie eingeführt werden soll. Ist das überhaupt möglich, in Deutschland eine Diktatur zu errichten? Hatten wir ja schon mal. Aber wie ist es jetzt in der Neuzeit?
deine Präsenz, ja, nicht wahr? Sieht gut aus. Also ihr seid wirklich nicht schlecht. Nein, sagt ihr alle größtenteils. Und das passt auch, denn nein, unsere Demokratie hat natürlich aus Gründen diverse Sicherheitsmechanismen. Da gibt es das diese Ewigkeitsgarantie und das Gewaltenteilung, den Gewaltenteilungsgrundsatz. Damit ist so ein Ermächtigungsgesetz, was einfach die Macht komplett überträgt, einfach nicht mehr möglich. Möglichkeit eines Übergangs ist natürlich wie in jedem Land ein militärischer Putsch, aber das ist natürlich jetzt hier eine ganz andere Geschichte. Aber Einschränkungen der Grundrechte müssen an Bedingungen geknüpft sein und auch hier merkt man, bis jetzt verabschiedet wurde, auch das hat Bundestag und Bundesrat durchlaufen und ist vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden. Und da gab es und gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, auf dem Weg zu intervenieren, wenn etwas zu krass ausfallen sollte. Also so definitiv nicht mehr möglich. Super, die nächste Frage bitte. Wir haben zu den Corona-Impfstoffen noch überhaupt keine Langzeitdaten. Daher können wir noch gar nicht einschätzen, was da alles noch passieren kann. Die Impfstoffe sind gefährlich. Stimmt das? Also wegen den Langzeitdaten. Wir haben noch gar keine Langzeitdaten. Wir können noch gar nichts einschätzen. Das ist ja auch ein oft gebrachtes Argument. Wir wissen ja noch überhaupt nichts. Und deswegen werden die Impfstoffe gefährlich oder zumindest nicht sicher. Was meint ihr? Spannende Frage. Sehr spannende Frage. Aber viele Neins, ein Ja. Ich sehe auch, ihr seid unentschlossen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, schwer zu beantworten. Es ist ja auch nichts, mit dem man sich so dauernd auseinandersetzt. Im normalen Leben braucht man keine Pharmakovigilanz. Also da braucht man nichts irgendwie Wissen über diese ganzen Inhalte. Ich löse mal auf. Nein. Wir haben keine Langzeitdaten, aber was sind eigentlich Langzeitdaten? Wir brauchen auch keine Langzeitdaten, zwar aus folgendem Grund. Der Unterschied zwischen Medikamenten und Impfstoffen. Medikamente nehmen wir ein, da bildet sich ein Wirkstoffspiegel im Blut und wir nehmen die über eine längere Zeit, da können diese Stoffe länger auf uns wirken. Da brauchen wir auch Langzeitdaten, die werden auch entsprechend gesammelt und beobachtet, wie die Menschen so auf Medikamente reagieren. Impfstoffe sind aber eigentlich eher Einkaufszettel oder Bestellungen, die der Kellner der Küche überreicht und dann wird das durchgeführt und der Zettel landet im Müll. Impfstoffe werden ins Muskelgewebe injiziert und lösen dann dort vor Ort eine Immunreaktion aus. Die Antikörper, die verteilen sich zwar im Körper auf diversen Wegen und die Informationen, sage ich mal, über diesen Eindringling werden halt gespeichert, aber der Impfstoff selbst, der ist instabil und zerfällt nach Tagen oder sogar Stunden. Was also dann passiert oder passieren kann, ist, dass eine Reaktion direkt nach der Impfung passiert. Das haben wir auch gesehen und da wird auch darauf reagiert. Wir haben das im Blick und man hat auch gesehen, dass natürlich auf diese Sachen reagiert wird und dass halt die Verimpfung von AstraZeneca unterbrochen wurde, bis halt die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, dann das nochmal geprüft hat. Aber Langzeitdaten brauchen wir nicht. Sachen passieren sofort oder gar nicht. Jetzt mag einer sagen, es gab damals diese Narkolepsie, die Pandemrix bei der Schweinegrippe verursacht hat. Das kam ja auch erst nach dem Jahr raus. Ja, die Fälle sind sofort danach aufgetreten. Aber erst nach einem Jahr hatten wir so viele Menschen mit diesem Pandemrix geimpft, dass wir sagen konnten, jo, das hängt wirklich damit zusammen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir in so kurzer Zeit Millionen von Menschen geimpft haben und dafür jetzt mehr Daten haben, als wir jemals von dem Impfstoff in der ersten Phase hatten. Von daher sind das eigentlich die sichersten Impfstoffe, mit die sichersten, die wir jetzt gerade haben. Ja, Statistik, komplexes Thema, da hast du absolut recht. Das war unser Fake-Quiz. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein kleines bisschen klüger als vorher. Kurze Frage an euch, bevor wir mit Rüdigers Vortrag weitermachen. Habt ihr denn hier im Zoom oder auf YouTube noch Fragen, sowohl zu meinem Vortrag zur Psychologie, ihr könnt sie auch gerne später noch stellen, oder jetzt zu unserem Fake-Quiz? Ist da noch irgendwas dabei, was euch unklar ist, was ihr gerne noch von uns wissen möchtet? Dann habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit, eure Fragen in den Chat zu tippen und wir werden sie mit Freude beantworten, bevor ich dann wieder übergebe an Rüdiger. Ich würde mich mal selbst dran nehmen, ja. Sofern von euch keine Fragen sind. Und zwar, Julia, ich frage mich immer, also Menschen sind ja grundsätzlich nicht doof. Und trotzdem gibt es so völlig abstruse
Ideen. Also wie komme ich auf die Idee, dass mir Bill Gates mit einer Impfung einen Chip implantiert und ich dann, keine Ahnung, damit kontrolliert wäre? Also da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen. Wie kommen die Leute da drauf? Gibt es da irgendwie... Also pass auf, es ist nicht so, dass die Leute früh aufstehen und sagen, ja, die Erde ist flach oder ja, wir werden gechippt, sondern das ist eine gefährliche Kombination aus Nichtwissen, gefährlichem Halbwissen und glauben wollen. Viele Menschen kennen sich einfach nicht gut genug aus mit Technik, um jetzt so wie Rüdiger schnell erklären zu können, wie eine RFID-Technologie, dass Chips, die so klein sind, eigentlich überhaupt keine Leistung haben. Viele Menschen haben Angst vor der Technologisierung und haben Angst, dass ihnen diese Chips eingepflanzt werden. Und das kann durchaus auch wieder eine Angst vor Kontrollverlust sein. Und wenn das alles auch so ein bisschen zusammentrifft mit vielleicht grundsätzlichem Verschwörungsglauben schon, dass die Pharmakonzerne mit der Industrie zusammenarbeiten, um uns krank zu halten oder zu tracken. Überall liest man von Kontrolle, überall liest man von Überwachung. Und da kommt ganz viel zusammen. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, dass Bill Gates uns mit Impfungen verschippen soll. Das Gefährliche ist auch, dass es viele Bücher gibt, die in renommierten Verlagen erschienen sind, die auf solche Sachen Bezug nehmen und Verschwörungsglauben schüren, ohne ihn jetzt aktiv zu verbreiten. Wie zum Beispiel das Buch Vom Verzehr wird abgeraten, das auch Unterstellungen macht, dass die Lebensmittelindustrie mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten würde. Und von Bill Gates und seinem Engagement in Afrika wird auch gesprochen. Und das alles sind Dinge, die den Gedanken in Menschen pflanzen können, dass da doch mehr dahinter steckt, als man immer dachte. Und deswegen ist es auch so wichtig, über seinen Wunsch, diese Sachen zu glauben, zu reflektieren und sich selbst zu fragen, wieso will ich glauben, dass das wahr ist? Wovor habe ich Angst? Was löst es in mir aus? Wir müssen also auch lernen, mit unseren Emotionen, unseren Ängsten, Hoffnungen, Nöten, auch Dummheiten, auch offen uns selbst gegenüber umzugehen. Es ist sehr wichtig, dass wir das endlich mal lernen. Also wie gesagt, es ist ein langer Prozess und es ist nicht so, dass wir früh aufstehen und ins Rabbit Hole gefallen sind, ohne es zu merken. Eine weitere Frage habe ich noch. Vielleicht an euch beide, je nachdem, vielleicht eher an Rüdiger, und zwar, ob es sowas wie ein Gesetz gibt, das die Verbreitung von Verschwörungstheorien verbietet oder zumindest irgendwie das strafbar macht, einschränkt. Ja. Nein, gibt es nicht, weil das wäre dann Zensur in dem Sinne. Wir haben das Recht zur freien Meinungsäußerung und das von dem wird auch, wie man sieht, bei den Querdenken-Demonstrationen zum Beispiel halt auch rege Gebrauch gemacht. Was viele halt nur nicht begreifen, ist, dass es nicht notwendigerweise heißt, dass jeder diese Meinung toll finden soll oder der zustimmen muss. Nein, der muss auch, wer was äußert, muss auch Gegenrede halt vertragen können. Und wir dürfen halt nicht was einschränken, indem wir halt generell Leuten den Mund verbieten. Das würde auch nicht nur falsche Zeichen setzen, sondern wäre auch ethisch und moralisch und nach dem, was unsere Demokratie als Ideale vorgibt, vollkommen fehl am Platze und knatscht verkehrt, ganz einfach. Absolut, wir vertreten nämlich die Ansicht, dass es wesentlich zielführender ist, die Bevölkerung im Umgang mit diesen Dingen zu stärken. Dass es wichtig ist, Fake News als Fake News zu kennzeichnen und sie trotzdem im Newsfeed auszurollen. Diese Meinung teilen nicht alle, das weiß ich, aber ich denke, dass die Menschen sehen müssen, was der Fake ist, um tatsächlich zu verstehen, was der Fake ist. Und auch da haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Wir müssen dieses Bildungsangebot erstmal zu allen Personen bringen. Aber auch da sind wir im vergangenen Jahr sehr weit vorangekommen. Und ich sehe hier gerade eine Frage, auf die Rüdiger gerne antworten möchte. Ich glaube, die Frage ist, wie reagiert man darauf, wenn Leute sagen, die seriösen Quellen seien manipuliert? Ich glaube, das Sinnvollste wäre, wenn ich das gleich in Form meines Vortrags beantworte, weil der Vorteil nämlich von seriösen Quellen ist, dass man auch diese checken kann, dass die nämlich ihre Quellen selbst auch angeben. Das heißt, genügend Enthusiasmus und genügend Zeit vorausgesetzt, kann theoretisch jeder das nachrecherchieren oder sogar nachfragen.
Ich würde sagen, wenn das eigentlich ein guter Startschuss ist, in die Runde zu gehen und zu sagen, was habe ich denn für Möglichkeiten, meine Fakten zu checken, würde ich jetzt einfach mal meinen Vortrag starten. Bildschirm freigeben, da haben wir das. So. Nun seht ihr, also the tools of the trade, die besten Werkzeuge für Recherche und Faktenchecks. Das Ganze dabei ist nämlich kein großes Hokuspokus und eigentlich haben wir die meisten Mittel, die wir brauchen, eigentlich schon an Bord, auf dem Rechner, im Kopf oder im Browser. Aber erstmal so gefragt, was sind eigentlich Fake News? Wir haben im Kopf, wie Donald Trump so sagte, you are all fake news. Und diese Fake News als stehender Begriff ein wenig mehr in die Mitte der Berichterstattung brachte. Alternative Fakten war da auch so ein Schlagwort. Aber wie fing das eigentlich alles an? Also Falschnachrichten gab es natürlich immer. Wir haben jetzt, wenn ich mich aufs Internet beschränke, beispielsweise kommerzielle Fake News, die immer noch hoch im Kurs sind. Das sind solche Sachen wie Trading-Plattformen, Bitcoin-Anlagen, Höhle der Löwen-Produkte, die es eigentlich gar nicht gibt, Prominente, die angeblich irgendwas bewerben, Günther Jauch, der wieder Millionen verschenkt, diesmal nicht in der Gameshow, sondern halt mit Bitcoin-Anlagen. Das sind alles so Sachen, die kommerziellen Hintergrund haben. Was aber natürlich jetzt bei der Pandemie auch eine Geschichte ist und in der Politik, das sind die ideologisch motivierten Fake News. Ich möchte eine Fake News verbreiten oder Unwahrheiten in die Welt setzen, um irgendeinen Gedankengut zu transportieren oder irgendetwas zu bewegen. Und da habe ich verschiedene Stilmittel, wenn ich sowas machen möchte. Diese Fake News zeichnen sich aus durch eine einseitige Darstellung, dass man zum Beispiel nur die Hälfte einer Geschichte erzählt und damit halt so eine Force Balance erzeugt und man ja einfach nicht alles erfährt. Und das kann das Bild schon mal verzerren. Ich kann zum Beispiel auch... Die Verbindung ist schlecht. Okay. Ich kann mich natürlich sehr polemisch ausdrücken. Ich kann Framing benutzen. Framing ist eine Technik, wie ich durch eine gewisse Wortwahl und die Art, wie ich Sachen formuliere, quasi halt schon ein Mindset produziere, eine Emotion hervorrufe und dann halt meine Geschichte in einen emotionalen Kontext setze und schon ein bisschen beeinflusse, wie Leute auf so etwas reagieren. Dann gibt es Hybrid-Fakes, das sind so Sachen wie Bilder im falschen Kontext. Ich habe eine echte Geschichte und ein falsches Bild dazu oder das Bild ist echt und die Geschichte dazu stimmt nicht. Oder ich habe Bilder, die nicht als Symbolbild gekennzeichnet sind. Wenn ich in der Redaktion sitze und einen Artikel bebildern möchte, habe kein Bild dazu, dann kann ich ein Stockfoto nehmen, ein Symbolbild für dieses Thema. Und das muss ich aber auch solches kennzeichnen, was nicht immer oder nicht immer ausreichend leider passiert. Zitate aus dem Kontext reißen oder Zitate erfinden und die beispielsweise Politikern in den Mund zu legen, sind auch ein gängiges Mittel, um irgendwas in die Welt zu setzen, was nachher nur schwer wieder zu entfernen ist. Komplett erfundene Geschichten, auch in seriösen Medien durchaus, halt, wir erinnern uns an Klaas Relotius, übrigens auch ein Preisträger des Goldenen Aluhuts, eben weil er auch Fake News in dem Sinne bewusst konstruiert und verbreitet hat. Er hat Lebensläufe erfunden, ganze Geschichten, die Geschichte einer Kleinstadt quasi komplett uminterpretiert und von Interviews berichtet, die gar nicht stattgefunden haben. Im Nachgang zum Beispiel hat man gemerkt, die Medien waren danach auch sehr bemüht, dieses verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Beispielsweise Interviews oder Reportagen mit uns hier sind auch so abgelaufen, dass dann noch ein Foto zusammen mit uns und der Crew halt gemacht wurde, um zu beweisen, dass die wirklich hier waren, dass man belegen konnte, das Interview hat stattgefunden. Ein weiterer Punkt ist dann natürlich, ich bezeichne es jetzt mal allgemein als Schwurbel allgemein, das sind beispielsweise pseudowissenschaftlicher Unsinn mit kommerziellem Hintergrund, häufig im alternativmedizinischen oder esoterischen Bereich. Wir haben zum Beispiel diese Orgoniten, die gegen Chemtrails helfen sollen. Beispielsweise sind das in Epoxidharz eingegossener Schrott, der dann energetisch eine Wirkung haben sollte und fürchterlich viel Geld kostet. Kommerzieller Hintergrund, beispielsweise aber auch so Seiten wie Zentrum der Gesundheit oder so, wo die mehr erzählt wird, man müsse seinen Körper entgiften, was eigentlich Leber und Niere
selbst schon alleine gut tun. Und da werden dann sehr abstruse Produkte wie Pflaster verkauft, die man sich unter den Fuß klebt und die am nächsten Morgen dann schwarz sind, weil sie die angeblich die Giftstoffe aus dem Körper gezogen haben. Das Einzige, was Zeug zieht, ist das Geld aus dem Portemonnaie. Diese ganzen Verbreiter, Portale, Nachrichtenseiten, Blogs oder wer es auch immer verbreitet, es sind einfache Tricks, die eigentlich dahinter stehen. Und das Einfachste ist natürlich zu sagen, hier, das ist eine Behauptung und ja, informier dich mal. Keine Beweise liefern. Vielleicht noch im Eingang sagen, Fakt ist, und durch diese einleitende Bewertung, hier, das steht fest, schon mal die Gegenrede ein bisschen schwieriger machen, weil ja, ist doch Fakt. Das ist allgemein festgestellt, aber keiner fragt mehr danach. Emotionen statt Fakten. Es wird häufig auch in der Wortwahl, auch mit diesem Framing halt gearbeitet und eine Emotion erzeugt. Es werden Bilder vielleicht verbreitet, die Emotionen erwecken, wo ich denke mal an beispielsweise, das waren gefälschte Bilder, Kinder in Käfigen in einem Keller, die dann das QAnon-Narrativ bedienten, die natürlich vollkommen gefälscht waren, aber die Leute fühlten sich angesprochen und emotional damit berührt, weil es sind arme Kinder, die leiden. Und schon setzt leider manchmal der Verstand oder die Ratio, mit der man die Fakten steckt, dann aus. Suggestive Fragen werden gestellt. Wer zum Beispiel mal Ancient Aliens, diese Serie, guckt, wo dann davon erzählt wird, was die Außerirdischen früher einen Einfluss auf die Menschheit gehabt haben sollen, da wird auch nicht gesagt, das war so und so. Es wird in den Raum gestellt, könnten es Aliens gewesen sein? Wollen sie etwas vertuschen? Und was dann passiert, ist sehr interessant, weil wir geben uns die Antwort selbst und sind noch einen Ticken mehr davon überzeugt, als wenn man es einfach nur gelesen hätte. Wir haben ja selbst dieses Wissen erlangt, vermeintlicherweise. Pseudo-Experten, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, sind natürlich ein großes Mittel. Es ist auch für den Laien oder für den ganz normalen Menschen schwierig einzuschätzen, wenn da ein Wissenschaftler ist, der von einem Gebiet spricht, wo man selbst keine Ahnung von hat. Wie soll man denn da einschätzen, ob das jetzt richtig ist, was er sagt? Und ein anderer, der das Gegenteil sagt, ist das vielleicht falsch? Ist das richtig? Da steht man vollkommen da. Und da gibt es, da komme ich gleich noch zu, einen kleinen Trick, wo man zumindest schon mal grob abklopfen könnte, was weiß dieser Mensch eigentlich über das, was er da schreibt? Wie ist er in der wissenschaftlichen Welt wahrgenommen? Ich habe mir hingeschrieben, ein Landschaftsökologe ist kein Virologe. Damit spiele ich auf zum Beispiel Clemens Arvey an. Da komme ich gleich noch zu als Beispiel. Was habe ich denn für Werkzeuge, wenn ich jetzt davor sitze und habe eine News vor mir? Wie kann ich die prüfen? Zunächst mal kann ich gucken, wer schreibt denn das? Ist das ein Nachrichtenportal? Ist das ein anonymes Blog, vielleicht mit dem Titel dieabsolutewahrheit.wordpress.de? Oder ist das eine Agentur? Ist das eine große Tageszeitung? Sind es ausländische Medien? Wie sind die ausländischen Medien so drauf? Sind das konservative? Sind das vielleicht auch Schwurbelmedien? Kenne ich die? Ich muss das einordnen können. Und das kann mir zumindest schon mal eine Richtung vorgeben. Dann kann ich natürlich gucken, was ist da geschrieben worden? Ich sehe es sehr häufig, dass unter irgendwelchen Kommentaren in Tageszeitungen so beispielsweise drunter steht, dass den Leuten das zu viel Meinung ist. Aber wie gesagt, Kommentar ist eine Textgattung, die sich dadurch auszeichnet, eigene Meinung zu haben. Satire, nächster großer Punkt. Selbst Attila Hildmann hatte mal ein großes Problem damit, dass der Postillon behauptet hat, dass er mit Angela Merkel gemeinsame Sache macht. Und er hatte dann seine liebe Mühe, seine Gefolgschaft davon zu überzeugen, dass das eine Satire-Seite ist. Also auch da wird es häufig nicht erkannt. Und auch Fake-News-Generatoren, wie zum Beispiel 24 Aktuelles und Co., sorgen nicht gerade dafür, dass es für die Faktenchecker einfacher wird, wenn man einfach ein Bild hochladen und einen Text eingeben kann und bekommt dann einen Link zu einer vermeintlichen Nachrichtenseite, wo die selbstgeschriebene Fake-News mittendrin steht. Das Ganze sieht professionell aus. Und wird halt leider immer noch ernst genommen, häufig. Suchmaschinen kann ich bemühen. Suchmaschinen auch so als Dreh- und Angelpunkt des Internets. Da kann ich schauen, gibt es alternative Quellen? Und das ist auch ein journalistischer Grundsatz, den man eigentlich immer befolgen sollte. Suche immer eine zweite, unabhängige Quelle. Da hilft es nichts, wenn ich jetzt beispielsweise nur die Bild-Zeitung finde, die dann von Express abgeschrieben hat oder umgekehrt. Nein, es sollten schon halt unterschiedliche Quellen sein. Man sollte gucken, wo haben die ihr Wissen her oder wer schreibt sonst noch darüber. Da kann ich dann auch schauen, zum Beispiel, ist die Story aktuell?
gibt es die vielleicht vorher schon? Gerade jetzt heutzutage in Facebook bekommt man immer wieder dieses heute vor einem Jahr präsentiert oder vor 2 Jahren. Dieser Beitrag hat damals viel Reichweite gehabt. Teile ihn doch nochmal. Und die Leute klicken und die News verbreiten sich wieder. Und so gehen zum Beispiel Suchmeldungen oder Suchaufrufe für vermisste Kinder auch nach Jahren noch durchs Netz, nachdem sie im schlimmsten Fall schon tot aufgefunden wurden. Dann ganz großer Punkt, die Bilder. Bilder transportieren Emotionen und auch da wird sehr, sehr viel getrickst. Also kann ich gucken, ist das denn so korrekt? Ist das Bild so echt? Ist es authentisch? Da gibt es ein großartiges Tool, nämlich die Bilderrückwärtssuche. Da bringe ich gleich ein Beispiel zu. Da kann ich das mit anderen Aufnahmen vergleichen oder schauen, gab es das vielleicht vor diesem Artikel schon, dieses Bild? Ich kann zum Beispiel prüfen, ob ein Bild manipuliert wurde. Da kann man sich dann auch etwas dran verkünsteln und das wirklich sehr komplex betreiben. Aber es gibt ein paar einfache Tricks, wo man einen groben Eindruck schon mal auch als Laie bekommen kann. Und dann kann ich natürlich alles, was sonst noch in dem Bild zu sehen ist, wo ist es oder wann oder zu welchem Wetter, mit in eine Faktencheck-Suche mit einbeziehen. Ein kleines Beispiel gibt es dazu auch gleich noch. Fangen wir mal an bei den Quellen. Wer sagt denn das? Wer behauptet, muss auch liefern, habe ich mal hingeschrieben als zentralen Satz, weil wer etwas mitteilt, sollte eigentlich in der Regel auch wissen, wo er sein Wissen her hat und das entsprechend auch zu bestätigen, der Nachprüfbarkeit halber mitliefern. Ich kann zum Beispiel prüfen, ist diese Quelle seriös? Jetzt ist seriös ein schwammiger Begriff, aber ich kann zum Beispiel schauen, was schreibt die denn sonst noch? Sind das vielleicht auch direkt Geschichten über Hohlerde oder Aliens, Reptiloiden? Dann weiß ich direkt, wo ich das einzusortieren habe. Oder ist es was, was zunächst ganz neutral scheint? Natürlich ist man kann auch gern kritisch sein und mal, wenn ich eine Zeitung nicht kenne, dann lese ich mal mehrere Artikel und arbeite mich da richtig schön durch, bis ich einen Eindruck davon habe, wie tickt das Magazin so. Und dann kann ich natürlich schauen, wer ist denn der Macher dahinter? Wir haben in Deutschland eine Impressumspflicht und da kann ich nachschauen, wer hinter dem Medium steht und natürlich auch im Zweifelsfall nachfragen. Wenn ich Fragen zum Artikel habe, Rechercheanfragen, jeder seriöse Journalist wird einem da antworten, wenn er die Zeit dazu findet. Ich kann natürlich schauen, wer berichtet noch. Und wie gesagt, mehrere Quellen, je mehr Quellen, je mehr unabhängige Quellen, je mehr differenzierte Betrachtungsweisen habe ich auch und kann dann nachher selbst zusammensetzen wie ein Mosaik, was da eigentlich genau passiert sein muss. Dann kann ich natürlich auch schauen, wurde diese Geschichte bereits widerlegt oder bestätigt? Gibt es einen Faktencheck dazu? Und da gibt es so Anlaufstellen wie Korrektiv, Mimikama, den Faktenchecker der Tagesschau, den Faktenfuchs oder im englischsprachigen Bereich Snopes. Die ganzen Adressen, die braucht man sich jetzt nicht alle merken, aber die stehen zum Beispiel auch in unserer Broschüre drin. Da kann man schauen, gibt es da schon auch eine Analyse zu? Und jetzt wird auch häufig diesen Faktenchecker natürlich vorgeworfen, die sind bezahlt, irgendwie Kaspersky sponsert Mimikama, Soros hat in Korrektiv investiert und was auch immer. Aber das alles ist vollkommen irrelevant, solange man anhand der in dem Artikel angegebenen Daten selbst nachprüfen kann, wo die ihre Weisheit herhaben. Und wenn die falsch liegen, dann wird man es ja merken, was das angeht. Wie wahrscheinlich ist das? So ein bisschen gesunder Menschenverstand, den sollte man schon noch irgendwie walten lassen. Und wenn eine Geschichte gar zu abstrus anmutet, dann sollte man sich vielleicht zweimal mehr fragen, ob das wirklich so ist und vielleicht genauer hinsehen. Und das ist auch der Punkt, was Julia eben sagte, die Selbstreflexion. Die Fragen, die wir den Verschwörungsgläubigen stellen, die können wir uns auch in dem Moment stellen, wenn ich jetzt eine Geschichte vor mir habe, die mir eigentlich zusagt oder die ich glauben möchte und mein Faktencheck ergibt, da ist aber irgendwas faul dran. Warum will ich das dann glauben? Vielleicht kommt man auch selbst so ein bisschen dahinter, bedient sie gängige Narrative oder was habe ich davon, wenn ich das jetzt glauben würde? Was gibt mir das? Da lernt man sich selbst auch ein bisschen kennen und da kann ich ja auch schauen, was nehme ich der Quelle sonst noch ab oder ist das wirklich kompletter Unsinn? Man muss da schon mal ein bisschen mit sich ins Gericht gehen und hinterfragen, warum glaube ich das denn? Suchmaschinencheck, der nächste große Punkt, wo ich dann die Geschichte selber recherchiere. Und da ist eine Suchmaschine eigentlich nur so gut wie derjenige oder diejenige, die sie bedient. Und deswegen gibt es so ein paar Tipps. Und ich fange mal an, wenn ich jetzt nach Titel, dem Teaser oder Textfragmenten oder Schlagworten suche. Beispielsweise hilft es auch was, wenn ich einen gesamten Absatz
aus einem Artikel kopiere und in die Google-Suche eingebe, da finde ich zum Beispiel dann direkt diese 1:1-Plagiate, diese direkt kopierten Sachen. Und dann fällt mir zum Beispiel auch oft auf, dass so eine augenscheinliche Fake-News-Story von ganz bestimmten Blogs immer wieder im gleichen Wortlaut geteilt wird. Und das sind vielleicht immer die gleichen 5 oder 6 oder 7 Webseiten, die im gleichen Wortlaut das teilen. Das heißt, die schreiben wirklich voneinander ab und haben aber keine externe Quelle, die das irgendwie belegt. Wer es dann nur oberflächlich hinsieht, sieht 5 andere Quellen. Wer genauer hinsieht, sieht den gleichen Text in 5 verschiedenen Ausführungen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Seite gefunden habe, die mich genauer interessiert und ich habe einen bestimmten Suchbegriff, dann kann ich den nur auf diese Seite beschränken. Ich habe zum Beispiel die Seite Obst und Gemüse gefunden und möchte nach Gurken suchen. Dann gebe ich das in dieser Form an. Gurke, Site, Doppelpunkt, obstundgemüse.de. Ich kann auch nach Datum oder einem Zeitraum suchen. Ich kann hier oben habe ich danach Gurkensalat gesucht und suche jetzt nur noch Gurkensalat der letzten 24 Stunden zum Beispiel, weil der soll ja frisch sein oder sowas. Das kann man da eingeben. Ich kann auch andere Suchmaschinen benutzen. Google ist nicht aller Weisheit letzter Schluss. Und es gibt natürlich auch noch Bing, Yandex, Yahoo und wie sie alle heißen. Und ganz wichtig, ich kann auch noch den anonymen Browser-Modus nutzen. Warum sollte ich das sowieso tun, wenn ich jetzt recherchiere? Weil Google merkt sich ja, was ich gerne besurfe, kennt meine Surfgewohnheiten und wird auch die Suchergebnisse entsprechend meiner Vorlieben halt vorsortieren. Nicht notwendigerweise was unterschlagen, aber halt anders priorisieren. Ich bekomme andere Ergebnisse als jemand an einem anderen Rechner. Wenn ich das vermeiden will, nutze ich anonymen Browser-Modus und habe keine Tracking-Cookies und habe quasi ein ganz neues, frisches Browserfenster und ein frisches Google sozusagen. Dann kann ich auch die Suchanfragen noch ein bisschen präzisieren. Bleiben wir mal beim Essen. Hallo Google, wie kann ich heute Abend leckere Nudeln kochen? Wird funktionieren, klingt prima, aber Google braucht eigentlich nur Nudeln kochen. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann kann ich auch noch, ich habe hier einen Link eingegeben, den Blog mojo.de/google-suchoperatoren. Da kann man sich auch nochmal anschauen, wie man zum Beispiel nach Darth Vader und Darth Maul sucht oder nach Darth Vader oder Darth Maul. Ich kann also Begriffe verknüpfen und Begriffe ausschließen, um meine Suchergebnisse immer mehr einzuschränken und nachher das zu haben, was ich haben möchte. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo ich eben schon was zugesagt habe, nämlich, was mache ich, wenn ich jetzt einen vorgeblichen Experten habe und habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Scharlatan ist oder ob er wirklich Ahnung von dem hat, was er sagt. Da gibt es einen Bereich von Google Scholar.google.com. Das ist eine wissenschaftliche Suchmaschine. Die sucht in wissenschaftlichen Publikationen. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel hier gesucht nach Christian Drosten. Dann bekomme ich eine Liste sämtlicher Veröffentlichungen, die Google da im Index hat, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die ich dann halt nachlesen, mir runterladen kann und wo auch, ich habe es mal rot eingekreist, dran steht, wie oft diese Sachen zitiert wurden. Und wenn man sich das mal so überlegt, ich bin Wissenschaftler und veröffentliche 1000 Studien, dann klingt das natürlich viel, aber wenn ich dann gucke, 0 Zitierungen, keiner guckt sich das an, dann sollte es mir zu denken geben, dann ist es nämlich entweder kompletter Blödsinn oder vollkommen unwichtig, was ich dort mache. Wenn ich aber eine angemessene Anzahl von Studien veröffentliche und 1000-fach zitiert wird, das heißt, andere Leute stützen ihre Forschung auf meine Erkenntnisse, dann spricht das dafür, dass ich da schon was Bescheid weiß. Und wenn ich mir das mal angucke, auf das Profil von Herrn Drosten dort gehe, dann sehe ich auch, dass der immer schon relativ viele Zitierungen hatte, aber dann, wo es ans Eingemachte ging, jetzt um das SARS-CoV-2, da wurde er in einem Jahr über fast 31.000 Mal zitiert und das macht ihn einfach zum Beispiel zu einem der führenden Top-Experten, was diese Geschichten angeht. Auf der Gegenseite, wenn ich jetzt zum Beispiel mal weil der mir häufig entgegengebracht wurde, halt als anderes Argument als ein anderer Wissenschaftler, nehme ich mal Clemens Arvey. Clemens Arvey gebe ich ein und da habe ich dann eine Reihe von Büchern, die er veröffentlicht hat. Und das ist zum Beispiel ein Buch über Heilung aus dem Wald oder ein Heilungscode der Natur, verborgene Kräfte von Pflanzen und Tieren. Wenn ich mich dann noch weiter über Clemens Arvey informiere, erfahre ich, dass er Landschaftsökologe ist, an der Universität für Bodenkunde in Wien studiert hat und dass er eigentlich, ich gucke die Zitierungen hier an, 22, 33, 10 oder 7
Und das sind auch keine wissenschaftlichen Zitierungen, das sind keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sondern populärwissenschaftliche Bücher, die man im Handel kaufen kann. Die müssen nicht schlecht sein, aber das macht ihn leider nicht unbedingt zu einem Experten für das Virus oder für Impfungen oder Impfstoffe. Bilder. Bilder, habe ich eben schon erwähnt, sind ein ganz großer Punkt, was Fake News angeht, und ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Nachrichten zu verbreiten oder Emotionen zu verbreiten. Ich kann also schauen, sind die Bilder echt oder ist das ein echtes Bild im falschen Kontext? Stimmt die Story und das Bild überein? Da hilft mir eine Google-Rückwärtssuche. Da kann ich dann eingeben, zum Beispiel dieses Bild, ich zeige das gleich nochmal, wie das funktioniert. Und dann bekomme ich halt sämtliche anderen Orte dieses Bildes angezeigt, Versionen dieses Bildes im Netz, und kann gucken, wie das dann, ob das wirklich dazugehört. Ich kann Bilder fälschen natürlich, oder ich kann halt nicht gekennzeichnete Symbolbilder verwenden, wie ich eben schon erwähnt habe. Ein Beispiel, etwas humoristisch jetzt angebracht, ist dieser Artikel aus der, von der Webseite The Onion von 2015. Dort wurde behauptet, dass Orcas, die hier in diesen Plastiktüten schwimmen, da Qualen erleiden, weil sie halt während der Beckenreinigung dort aufbewahrt werden. Man braucht nur oberflächlich drauf zu schauen, um zu sehen, dass dort unten zum Beispiel Zweige im Nichts enden oder dass dort oben ein schlecht ausgeschnittenes Haushaltsgummi ist. Trotzdem hat das nichts zur Sache getan. Die Leute haben sich zu Tausenden darunter drüber ereifert, dass das Tier Quälerei sei, und die Satire und die offensichtlich schlechte Photoshop-Kreation wurde nicht als solche erkannt. Beispiel, wie eine Bilderrückwärtssuche helfen kann. Ich habe dieses Bild, das eine steile These aufstellt. Der Mars, der liegt in Irland. Oder vielmehr, wir waren gar nicht auf dem Mars. Alle Bilder, die wir da haben, sind irgendwo auf der Erde gedreht und dann halt nachbearbeitet, damit es so aussieht. Okay, dann würde ich jetzt hergehen auf die Adressen, die ich gleich noch einblende, gehen und dieses Bild in die Suche eingeben. Dann bekomme ich als Antwort dieses Bild zum Beispiel, ein ähnliches Bild. Dann klicke ich da drauf und finde einen Artikel, wo anhand eines Beispiels gezeigt wird, wie man aus einem Landschaftsbild eine Marslandschaft macht. Einfärben, ein Stück Rover davor montieren, bisschen NASA-Logo unten rein, und dann sieht es so aus. Aber das zeigt auch, dass die Behauptung, die sich auf dieses Bild halt gründet, schon mal falsch ist. Also es ist kein Beweis dafür, dass der Mars nicht in Irland liegt, aber es ist schon mal ein Beweis dafür, dass dieses Bild kein Beweis ist. Bilderrückwärtssuche, oft eben erwähnt, es gibt diese Adressen, oder halt bei Google braucht man nur auf Bilder oben zu klicken, oder es gibt TinEye, diese großartige Suchmaschine, die sich nur auf Bilder spezialisiert hat. Dort kommt man dann halt weiter und kriegt jede Menge ähnlich aussehende Bilder, thematisch passende Bilder oder halt auch 1:1 Kopien dieses Bildes angezeigt und ist vielleicht nochmal ein ganzes Stück weiter in seiner Recherche. Das kann ich natürlich auch nutzen mit der Datumseinschränkung, die ich eben beschrieben habe. Da kann ich dann gucken, wann ist das Bild zum ersten Mal im Netz erschienen. Mit Videos geht das natürlich auch. Nicht ganz so einfach, aber im Prinzip genauso. Ich kann nach den Vorschaubildern von Videos suchen. Die sind natürlich austauschbar, und auf YouTube sind die auch entsprechend manipuliert, weil sie halt Klicks erzeugen sollen. Sie müssen also nicht den Videoinhalt zeigen. Ich kann aber nach Standbildern, nach Keyframes suchen. Und da gibt es eine Seite, die mir hilft. Diese citizenevidence.amnestyusa.org. Das ist der YouTube Data Viewer. Da gebe ich die Adresse eines YouTube-Videos in dieses Suchfeld oben ein und bekomme erstmal jede Menge Text dazu, nämlich den Beitext zu dem Video, Informationen über das Video, das Datum der ersten Veröffentlichung und, wie man darunter sieht, schon vorgefertigte Standbilder aus dem Video. Dahinter ein kleiner Link, den braucht man nur noch klicken und hat eine Bilderrückwärtssuche für dieses Bild. Ich kann natürlich auch nach den Videobeschreibungen suchen, beschreiben, was das Video zeigt, und hoffen, dass ich ein ähnliches Video finde, was das zeigt, oder dass ich vielleicht statt dieses 20-Sekunden-Schnipsels, den ich habe, das komplette 5-Minuten-Video bekomme. Auch das hilft mir dann, die komplette Szene zu sehen und die Behauptungen besser einzusortieren. Bildforensik, so CSI Photoshop, ist ein komplexes Thema. Das ist auch nicht unbedingt immer so einfach zu behandeln, aber ich erkläre es trotzdem mal ganz kurz. Wenn man ein Foto macht, nimmt man nicht nur das Motiv auf, sondern auch ein gewisses Hintergrundrauschen, das Rauschen des Bildsensors.
Und das sieht man zum Beispiel, wenn man mit dem Handy bei schlechtem Licht Bilder macht, dann hat man sehr viel Gekrissels da drauf. Das sind diese Artefakte, die da entstehen und die kann man sichtbar machen. Und mit ein paar Tools sieht man dann zum Beispiel, was in diesem Bild dort links garantiert nicht ins Bild gehört. Denn wenn ich ein anderes Bild dort reinmontiere, habe ich ein anderes Rauschmuster. Da gibt es auch hier ein paar Webseiten, die da ein paar Tools einem an die Hand geben. Man kann aber natürlich sehr viel auch da in diesen Einstellmöglichkeiten so lange einstellen, bis man das sieht, was man sehen möchte. Und irgendwann verirrt man sich da vielleicht auch drin. Aber man kann zum Beispiel sehen, wenn da eine Demo ist und jemand Plakate hochhält, dann kann man zu großer Wahrscheinlichkeit schon mal feststellen, ob diese Schrift auf dem Plakat echt ist oder ob sie rein gefotoshoppt wurde, weil die leuchtet meistens an den Rändern ziemlich deutlich. Das ist aber auch auf der Seite photoforensics.com nochmal näher beschrieben. Da ist ein kleiner, kleiner Leitfaden, kleiner Kurs, wie man mit sowas umgeht. Kleines Beispiel zu einer Bildmanipulation. Der Iran hat im Jahr 2008 Raketen getestet und dieses tolle Bild veröffentlicht. Das ging dann um die Welt und leider ging auch dieses Bild um die Welt. Das ist nämlich geleakt und irgendwie war da wohl was nicht ganz so toll gelaufen mit dem Raketentest und die Leute haben sich gedacht, okay, das können wir nicht so veröffentlichen, wir retuschieren das auf diese Art und Weise. Das kann man auch sehr gut nachempfinden. Zum Teil sieht man es ja auch schon, wo da weggestempelt wurde. Und ja, man stand ziemlich doof da, auch mit der entsprechenden Belustigung, die das Netz danach erfolgen ließ. Da gab es also diverse Bilder zu und ja, pass genau auf, wie du deine Bilder fakest, dann klappt es auch mit der Propaganda. Karten und Wetter, habe ich eben schon gesagt, die Metadaten in einem Bild. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das Bild soll angeblich aufgenommen sein am 1. Mai 2019 in Heidelberg. Okay, jetzt schaut man auf das Bild, wer sich ein bisschen auskennt, Heidelberg ist es, das kann man gelten lassen. Es ist die alte Brücke, passt. Regnerischer Tag, hinten sieht man auch Regen, tatsächlich Regen fallen. Und dann gibt es eine Suchmaschine, die nennt sich Wolfram Alpha. Und die hat unter anderem sämtliche Wetteraufzeichnungen für jeden Ort der Welt in der Datenbank. Und da kann ich jetzt eingeben, dass ich das Weather in Heidelberg, Germany suche, gebe das Datum noch mit an und bekomme als Antwort, dass wir strahlenden Sonnenschein, 21 Grad und einen klaren Himmel hatten. Passt nicht ganz zu dem Bild, also kann ich schon mal Rückschlüsse ziehen, dass der Ort stimmt, aber die Zeit wohl nicht ganz passt. Dann kann man natürlich gucken, wo ist das Bild denn aufgenommen? Wir haben heutzutage Google Maps und die ganzen anderen Maps und Bing und Apple und hast du nicht gesehen. Da kann man prüfen, ob das Foto, was angeblich in Heidelberg sein soll, auch wirklich in Heidelberg ist. Kann man hier gelten lassen. Konkretes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit jetzt zum Beispiel zu den Demonstrationen in Berlin, wo angeblich Millionen von Leuten erschienen sind und Bilder gezeigt wurden, die auch eine Straße des 17. Juni voll mit Menschen zeigten, konnten mit Hilfe dieser Google-Rückwärtssuche und halt auch mit Satellitenbildern zurückverfolgt werden auf die Love Parade. Und manche Bilder konnten auch festgelegt werden, dass die gar nicht aus Berlin stammen, sondern ich glaube, es war Zürich oder Genf. Auch hier ist das eine große Hilfe, auch mit zum Beispiel Google Maps zu überprüfen, wie viele Leute passen denn zum Beispiel auf so ein Areal. Da gibt es richtige Tools, wo man auswählen kann, den Bereich möchte ich mit Leuten befüllen und dann zeigt er mir, wie viele Leute auf diesen Straßenabschnitt passen. Wissenschaft. Science knows it doesn't know everything, otherwise it would have stopped. Ich habe hier mal ein Zitat angefügt von Dara O'Brien, einem irischen Comedian, der nämlich genau das Richtige hier sagt, die Wissenschaft weiß noch nicht alles, aber sie weiß auch, dass sie noch nicht alles weiß, deswegen macht sie ja weiter. Das heißt aber nicht, dass man jetzt jede Lücke, die die Wissenschaft noch bietet, mit den Märchen füllen kann, die einem am besten in den Kram passen. Es gibt eine Faustregel, und das ist noch ein Zitat von Carl Sagan, einem Astrophysiker, Extraordinary claims require extraordinary evidence. Das heißt, wagemutige Behauptungen verlangen auch tatkräftige Beweise. Also man muss, wer behauptet, muss auch liefern. Und wer kräftig behauptet, muss auch kräftig liefern, um halt den wissenschaftlichen Konsens auch kippen zu können. Ich erkläre das nochmal. Dieses andere Experten sagen aber, das hören wir ganz häufig, dass man irgendwas liest und dann kommt einer daher und sagt, aber hier, das ist auch eine Studie. Man muss verstehen, wie die Wissenschaft funktioniert. Und wenn wir den wissenschaftlichen Konsens haben,
dann haben wir eine Einzelmeinung, die auch die Meinung von beispielsweise 100 Lungenärzten sein kann. Wenn auf der anderen Seite, wenn ich mal an Google Scholar denke, wie viel zigtausend Artikel da sind und wie viel zigtausend Leute und Wissenschaftler weltweit forschen, hat man den wissenschaftlichen Konsens. Und der wird ja dauernd diskutiert. Und wenn jetzt wirklich einer daherkommt und sagt, ich habe ja was bahnbrechend Neues, dann kann er ja eine Studie machen oder er kann ein Paper veröffentlichen und in diese Diskussion hereingeben. Und dann wird ihm entweder recht gegeben oder es wird widerlegt. Da habe ich ein cooles Beispiel. Ioannidis, renommierter Wissenschaftler, Epidemiologe, hat auch Ahnung. Was er in letzter Zeit gesagt hat, war trotzdem falsch. Aber das hat er auch als Paper veröffentlicht. Das wurde wissenschaftlich diskutiert. Und mittlerweile sagt er auch selbst, nö, vollkommen richtig, da lag ich falsch. Das interessiert aber beispielsweise dann die ideologisch motivierten Fake News nicht, die immer noch Ioannidis als Argument anführen, obwohl er selbst schon längst als sinnvoller Wissenschaftler zurückgerudert ist. Fazit. Das war jetzt eine Menge Information auf einen Schlag und auch ganz viel aus ganz vielen Bereichen. Aber wenn man sich merkt, dass man immer eine zweite Quelle suchen soll, immer je mehr Quellen, desto besser, fährt man schon mal nicht verkehrt. Meldungen im Kontext lesen und einordnen, gucken, wer schreibt das, schreiben andere auch noch. Ist das vielleicht ein Autor, der halt dafür bekannt ist, irgendwie halt sehr polemisch zu arbeiten? Man kriegt mit der Zeit auch hoffentlich ein Feeling dafür, wie man Sachen einordnen kann und dann entsprechend den Fakten folgen kann. Hier gibt es offene Herangehen. Es gibt diesen sogenannten Confirmation Bias, der besagt, wenn ich nach irgendwas suche, dann setze ich mir nachher so eine Art Scheuklappen auf und suche und finde wirklich nur das, was ich suche und nicht das, was sonst auch noch wichtig wäre, um mir ein Gesamtbild von der Situation zu geben. Sind die Experten wirklich Experten? Das kann zwar immer nur so ein Anhaltspunkt sein mit dem Google Scholar, aber es hilft schon mal zum Beispiel, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das würde zum Beispiel auch hervorbringen, dass Sucharit Bhakdi schon seit Anfang der 90er Jahre nichts mehr publiziert hat und noch nie was in Richtung Viren publiziert hat und eigentlich als Virologe keine so wichtige Meinung in der Wissenschaft mehr genießt. Erst recht nicht, nachdem sich seine eigene Universität, die eigene Alma Mater, mit sehr viel Vehemenz von ihm entschieden distanziert hat. Und auch er hätte zum Beispiel wissenschaftlich veröffentlichen können, statt ein Buch zu schreiben, das er verkauft. Im Zweifelsfall aber teilt es nicht weiter. Eine Lüge ist um die halbe Welt, bevor die Wahrheit überhaupt mal aus dem Puschen kommt. Es richtet nur Schaden an, es nützt irgendwem, aber nicht der wirklich evidenzbasierten Faktenfindung und macht im Zweifelsfall nur noch mehr Schere rein. Teilt es nicht weiter und behaltet es für euch. Dankeschön an dieser Stelle. Genau, Vorsicht vor der Macht der Bilder. Einen hätte ich noch fast vergessen. Ich bin selbst Mediengestalter. Ich weiß, wie man mit Photoshop umgeht und was damit alles möglich ist. Und passt da auf und guckt auf solche Sachen wie Schattenwurf. Passt das alles? Sind da komische Kanten? Und ansonsten fragt eine Faktenchecker-Seite oder schaut mal in entsprechenden Faktenchecker-Foren. Da sind auch viele Leute, die sowas auch hobbymäßig machen. Ja, an dieser Stelle danke erstmal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu sehr verwirrt und hoffentlich alle Klarheiten beseitigt und freue mich jetzt auf eure Fragen. Oh, vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen erstmal von euch? Generell. Warten wir einen kleinen Moment, falls jemand was schreiben möchte. Ich habe auf jeden Fall eine Frage, die ich vielleicht schon stellen kann. Das zieht so ein bisschen an dein, das knüpft ein bisschen an dein Fazit an, Rüdiger. Was mache ich denn, wenn ich vielleicht im Witz was gesagt habe, vielleicht ironisch gemeint habe und mein Gegenüber das falsch aufnimmt? Und schon zieht das seine Kreise. Ich habe irgendwie was erzählt, was ich eigentlich irgendwie gar nicht so meinte. Und schon habe ich ein Gerücht in die Welt gesetzt. Das ist in der Regel natürlich jetzt irgendwie nicht Welt verändern. Aber wie kann ich denn so Fake News wieder richtigstellen, die ich vielleicht aus Versehen in die Welt gesetzt habe? Flucht nach vorne. Offen damit umgehen. Sagen, hey Leute, ich habe mich da total vertan. Und wenn ich das als Beitrag geteilt habe zum Beispiel, und ich sehe, dass dieser Beitrag auch geteilt wurde, dann habe ich einen Vorteil. Dann kann ich nämlich meinen eigenen Beitrag bearbeiten und direkt eine Klarstellung davor schreiben, Vorsicht, Fake News, ich habe mich vertan, hier gibt es
die richtigen Infos. Das ist übrigens auch der perfide Trick, den Leute immer so sagen, teilt es nicht, ladet es herunter und postet selbst. Weil damit wollen die diese Kette unterbrechen. Es gab eine ganz großartige Trollaktion, wo eine Fake News geteilt wurde und die hat sich in rechten Seiten wie ein Lauffeuer verbreitet. Und dann hat der Ersteller auf den Knopf gedrückt und da erschien auf einmal ein großes Bild, ich habe rechtspopulistische Kackscheiße verbreitet. Erschien dann auf hunderten von irgendwelchen rechten Seiten und es war natürlich ein großer Lacher entsprechend, aber genauso funktioniert es. Wer was teilt, kann auch den eigentlichen Beitrag, ich würde ihn nicht löschen, weil dann ist es weg und vielleicht ist die noch die Erinnerung da. Aber ich kann den Beitrag ändern, vielleicht auch den Link daraus kaputt machen und vielleicht nur einen Screenshot von dem falschen Link drunter machen, so hier, wenn ihr das seht, fallt nicht drauf rein. Aber so geht's richtig. Und wenn man doch zugibt, einen Fehler gemacht zu haben, sagt man doch nur, dass man jetzt klüger geworden ist. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm und eigentlich ziemlich cool. Danke dir. Sofern von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gerade keine Frage ist, habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, du hast es auch in deinem Vortrag schon ein bisschen angeschnitten, mit deinem Zitat von dem Iren. Also die Welt ist wahnsinnig komplex und es gibt auch immer wieder viele Vorgänge, die können wir so schnell gar nicht erklären, weil wir wissenschaftlich einfach nicht so weit sind. Die sind auch total neu. Und wie kann ich denn dann manchen abstrusen Erklärungen für dieses Phänomen begegnen? Weil ich habe selbst noch gar keine Erklärung dafür an der Hand, weil es einfach noch nicht untersucht worden ist. Aber mir ist irgendwie, ich habe meinen gesunden Menschenverstand befragt. Der hat gesagt, so nein, Kornkreise sind vermutlich nicht von Aliens. Irgendwie werden die da schon hingekommen sein. Aber wie kann ich denn ja, Fake News begegnen, wenn ich gar keine Gegenargumente habe? Ja, da können einem so ein paar, wissenschaftsphilosophische Vorüberlegungen helfen. Das ist sonst eine Folie, die ich in meinem erweiterten Vortrag drin habe. Die heißt von Teekannen und Rasiermessern. Das klingt am Anfang ein bisschen lustig, aber es gibt so ein Gedankenmodell. Das nennt sich Russell's Teapot und der erzählt von einer angeblichen Teekanne, die auf der Umlaufbahn um die Sonne zwischen Erde und Mars unterwegs ist. Und jetzt kann jemand herkommen und sagen, ja, da ist so eine Teekanne unterwegs. Und ich kann sagen, ja, dann beweist das mal. Der sagt, ja, beweis mir mal das Gegenteil. Und das ist der Punkt. Wer behauptet, muss auch liefern. Und wenn es noch keine Beweise gibt, dann ist es nur eine Hypothese und nur einfach eine in den Raum gestellte Behauptung. Und dann kann man das nächste Rasiermesser dann ansetzen. Da kann ich zum Beispiel sagen, von ganz vielen Erklärungen, die jetzt eine Sache beschreiben, ist die einfachste, die wahrscheinlichste. Und dann kann ich auch sagen, um eine Diskussion fruchtbar zu halten, das, was ohne Beleg vorgebracht wird, kann auch ohne Beleg verworfen werden. Das nennt sich Hitchens Razor oder Alders Razor oder auch lustig gesandt Newtons flammendes Laserschwert, mit dem man halt quasi den irrationalen Teil erstmal abschneidet und beiseite legt und erst dann wieder anfasst, wenn man wieder irgendwas hat, mit dem man arbeiten kann. Solange da nur eine Behauptung steht, muss man es offen lassen, muss man sagen, okay, warten wir, bis wir Daten haben. Warten wir, bis die Studien da sind. Warten wir, bis die ersten Aufnahmen vom Mars da sind, ob da grüne Männchen sind. Aber da muss man einfach sagen, man weiß es noch nicht. Und das ist auch eine vollkommen legitime Aussage. Da würde ich ganz gerne einsteigen und sagen, dass genau da sehr oft Verschwörungserzählungen eingreifen. Wie Rüdiger gesagt hat, braucht Wissenschaft Zeit, um Wissen zu schaffen. Und das haben wir am Anfang der Corona-Pandemie gesehen. Das Virus war neu. Wir wussten nichts darüber, was das für eine Krankheit ist, welche Folgen sie langfristig für uns hat und wie wir damit umgehen müssen. Aber Verschwörungserzählungen waren vorher schon da und konnten einfach angepasst werden. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon die Ebola-Epidemie angesprochen, 2014 bis 2016. Da haben wir die gleichen Verschwörungserzählungen gehabt, wie wir sie heute haben. Deswegen waren die ja so gut vorbereitet und hatten schon alles, während wir noch forschen müssen. Da haben wir nämlich schon gehört, dass das Virus aus einem Labor kommt, dass Bill Gates damit zu tun hat, dass es freigelassen wurde, um eine weltweite Impfpflicht einzuführen, um uns alle mit Chips zu versehen.
Dann soll Chaos auf der Welt angerichtet werden, damit die Regierungen eine Diktatur errichten können, damit das Volk geknechtet werden kann und die New World Order die Regierung übernehmen kann und die Herrschaft übernehmen kann. Dann wurde schon davon gesprochen, dass in den USA bereits FEMA-Camps errichtet werden, in denen Ebola-erkrankte Personen gefangen gehalten werden sollen, damit Menschenexperimente mit ihnen gemacht werden. Das kommt uns alles jetzt bekannt vor, wenn wir das so hören, weil das ist das, was die Leute jetzt zu Corona bei Facebook teilen und was sie auf den Straßen erzählen und womit Querdenken die Runde macht. Das sind alles keine neuen Verschwörungstheorien, das haben wir alle schon gehabt. Und deswswegen haben sie diesen Erfolg gehabt, weil jetzt eine neue Katastrophensituation da war, zu der die Wissenschaft noch keine zufriedenstellende Erklärung hatte, aber die Verschwörungstheorien mit ihren Mythen, Legenden und verkürzten Erklärungen dort reingesprungen sind. Und deswegen ist es dann eben auch so wichtig zu sagen, ich weiß etwas noch nicht und ich kann das aushalten, etwas noch nicht zu wissen. Etwas nicht zu wissen, kann manchmal sehr schwer zu ertragen sein. Das muss man auch erst lernen, das zu ertragen. Aber das ist etwas, was man machen kann. Und das müssen wir lernen. Und das ist auch vollkommen okay. Und darauf zu warten, dass wir belastbare Daten haben, dass wir Evidenzien haben, Belege haben, das ist unheimlich wichtig, gerade bei solchen Sachen. Und das Rat kann ich euch einfach nur geben, euch auf das zu verlassen, was wir belegen können, auch diese Dinge zu zitieren oder weiter zu sagen und ganz offen zu sagen, da haben wir noch keine Daten dazu, dazu kann ich jetzt noch keine Einschätzung abgeben. Das ist wesentlich besser, als einfach irgendwas daher zu quatschen, nur um irgendwie kompetent zu erscheinen, weil das ist Blödsinn, das bringt uns nicht weiter. Das klingt fast wie das Wort zum Sonntag. Lieber sagen, ich weiß es gerade nicht, als irgendwie kompetent zu erscheinen. Es wäre schön, wenn manch ein Politiker diesen Satz, manch eine Politikerin diesen Satz vielleicht auch mal sagen würde. Auf jeden Fall. Also nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaftswelt, allgemein im Privatleben, in Freundschaften, ist die Einstellung zuzugeben, mal etwas nicht zu wissen oder mal nicht recht haben zu können, oftmals nicht auszuhalten. Menschen pochen darauf, ihre Meinung durchzusetzen, recht zu haben, eine Diskussion zu gewinnen, den anderen permanent zu überzeugen. Das ist auch etwas, von dem man sich lösen muss, vor allem im Gespräch mit verschwörungsideologischen Personen. Ihr werdet die höchstwahrscheinlich nicht in diesem Gespräch von ihrem Glauben abbringen. Und ihr könnt aber allerhöchstens Zweifel sehen, die Person zur Selbstreflexion anleiten, die Gegenrede leisten für die Mithörenden oder Mitlesenden im Internet oder diejenigen, die uns jetzt gerade vielleicht auf YouTube zugucken. Es ist ganz wichtig, Präsenz zu zeigen, auch zu sagen, nein, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr niemanden retten könnt, denn euch gegenüber sitzt gerade auch eine Person, die versucht, euch zu retten und von ihrem Glauben zu überzeugen und euch vermutlich an den Schultern nehmen und rütteln und schütteln möchte, sagen, bitte glaub mir doch, dass die New World Order nichts Gutes im Sinn hat. Und du möchtest die Person an den Schultern nehmen und rütteln und sagen, warum glaubst du diesen Blödsinn? Und wie gesagt, wir müssen uns einfach von dem Gedanken lösen, dass wir andere Personen retten oder einfach mit blanken Fakten überzeugen können. Aber mit Empathie und mit Gegenfragen und oftmals Wiederholungsfragen im Sinne von, glaubst also wirklich, dass die Impfstoffe mit Nanochips versehen sind und ich kann sie aber nicht sehen. Zeig sie mir noch mal bitte, die muss es doch geben, mikroskopisch. Glaubst du das denn wirklich? Und die Person sagt ja, dann kannst du wieder mit Me-Fragen antworten. Wer denn? Wieso, weshalb, mit welchen Mitteln? Und dann kannst du dich an diesen Argumenten festhalten in der Diskussion. Lass dich nicht auf Nebenschauplätzen entführen, sondern bleib beim Hauptthema. Es gibt bekannte Diskussionsstrategien im verschwörungsideologischen Spektrum wie das Derailing, können ja auch Rechte ganz gut, indem sie versuchen, eine Diskussion vom Kurs abzuführen, indem sie mit Whataboutism kommen oder irgendwelchen Nebenthemen. Wenn sie ganz viel vorbringen und du gar nicht mehr hinterherkommst mit jedem Argument, dann nennt man das einen Gischgalopp. G-I-S-H. Gischgalopp. Das ist einfach dazu gedacht, dich mit der puren Information zu verwirren und dich zu erschlagen mit dem, was man denn angeblich weiß.
Atme tief durch, lass dich davon nicht abbringen, bleib beim Hauptthema. Du denkst also, dass da Nano-RFID-Chips in den Impfstoffen sind. Oder du denkst, dass wir in Deutschland eine Diktatur haben oder dass sie errichtet werden soll. Lass uns doch mal die Argumente angucken, die dagegen sprechen. Bleibt sachlich, bleibt beim Thema, lasst euch nicht abbringen auf die Nebenschauplätze und dann kommt ihr eigentlich auch ganz gut durch die Diskussion. Und vor allem, Rüdiger, was sagen, ich komme zum Abschluss, vor allem zeigt Haltung, leistet eure Gegenrede und wenn es nur ist, dass ihr sagt, ich dulde das nicht. Oh, danke dir. Rüdiger, noch ganz kurz, weil wir sind am Ende, wir müssen ein bisschen auf die Zielgerade schauen. Genau. Aber Im Grunde ist auch noch mal was zu bekräftigen, was Julia gesagt hat, leistet immer Gegenrede. Diskutiert auch, wenn ihr wisst, es ist sinnlos. Ich merke das immer, im Nachgang kommen dann die Likes zu den ganzen Kommentaren, die ich gemacht habe. Andere Leute lesen es und haben vielleicht Nutzen draus und rutschen vielleicht nicht ab. Das ist es, glaube ich, wert. Genau. Dann bedanke ich mich bei dem goldenen Aluhut bei euch beiden für die interessante, aber auch unterhaltsame Abendgestaltung. Wir haben, glaube ich, alle was mitgenommen. Viele Tools und Internetseiten, die wir verwenden können, die auch in unserem Alltag, die wir da gut einbringen können. Ich kannte euch vorher nicht und ich glaube, in Zukunft haben wir euch auch auf dem Schirm für zukünftige Veranstaltungen. Es war sehr interessant. Danke auch an unsere insgesamt 3 Dolmetscherinnen. Es war für uns alle eine Premiere, dass wir sowohl Gebärdensprache als auch einen schriftlichen Untertext hatten. Das war super spannend für mich zu sehen. Und ich glaube, dass wir jetzt gesehen haben, dass es funktioniert und dass es gar nicht so schwer ist, das umzusetzen, hat uns allen auch nochmal gezeigt, dass auch das Thema Inklusion durchaus bei so Online-Veranstaltungen umsetzbar ist. Für das Team, obwohl nee, ich würde jetzt erst einmal Johannes fragen, ob du den Livestream beenden kannst, weil danach gibt es noch 1-2 Sachen für den Ablauf morgen. Johannes, wie sieht's aus bei dir? Alles klar, Johannes nimmt den Daumen hoch. Der Livestream ist jetzt auch erstmal wieder beendet. Ihr